TV Straßensound. Okay, was los hier? Sind wir drin oder was? Hammer hat Carsten Stahl. Herzlich willkommen. Hallo. Du trägst keinen Zopf. Nicht mehr. Nicht mehr. Hast du das mitbekommen? Ja, ich hab's mitbekommen. Ja. War ganz lustig. Aber es ist ja immer so, dass wenn die Person nicht im Raum ist, dann ist es immer einfach, darüber zu sprechen. Aber es gibt ja auch dieses ganz interessante Video von Mois und Manuelsen, wo sie da mit vielen zusammensitzen und sich dann so gegenseitig das alles so ein bisschen hochschaukeln und mein Name fällt. Und dann waren sie, hier hieß es dann so immer, ihr fix seine Familie, ihr fix seinen Vater. Bis denn irgendwann jemand bewusst war, über wen denn überhaupt geredet wird und was ich denn überhaupt mache. Und als ich dann später Mois und Manuelsen natürlich auch kennengelernt habe oder wir ein gemeinsames Interview geführt haben, dann waren wir dann mit dem Interview durch und ich habe gesagt, so, und jetzt habe ich immer noch eine Frage. Wie war das mit meinem Vater? Dann wurde gleich gecheckt, wer vor einem sitzt. Naja, es ist, du weißt doch, wie es ist. Da sitzen sie zusammen. Man muss natürlich auch wissen, wenn man so aufgewachsen ist wie ich und ja auch in den Schulen unterwegs ist, weiß man ja, dass diese Worte, die ja oft genau das Gegenteil bedeuten sollen, nämlich die sehr beleidigend sind, leider sehr verletzend sind, oft aber auch benutzt werden, als wenn es cool ist. Ja? Da so nach dem Thema, ist immer eine Frage, wer denn Hurensohn zu mir sagt, weißt du? Also wenn es die Kumpels sagen, das ist ja spaßig, sagt es irgendeinen anderen, wollen sie dem am liebsten die Kinder durchschneiden. Ja? Mhm. Also grundsätzlich ist es ja traurig, dass man überhaupt so eine Worte benutzt, denn sie sind ja nicht lustig. Ja? Aber das ist halt diese Sprache, oft durch Rap natürlich auch gefördert. Ja. Ja? Und damit hat Rap natürlich auch einen riesen Einfluss, was positiv sein kann, aber auch was natürlich voll nach hinten losgehen kann. Deswegen bin ich ja immer dankbar, wenn ich diese Plattform auch nutzen kann, um einfach mal ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, Jungs, wenn ihr über Gangster sein sprecht und das auch verherrlicht, dann solltet ihr wirklich wissen, über was er redet. Und nach 18 Jahren Straße weiß ich das ein bisschen besser. Zumindest als einige von denen, die heute davor sitzen und darüber Lieder trällern. Lieder trällern, richtig, ja. Genau. Ich will nicht, wird bestimmt den einen oder anderen, der bestimmte Dinge auch vielleicht schon mal mitbekommen hat. Aber die Frage ist natürlich, ist man ein Mitläufer gewesen oder bewundert man nur welche oder war man mittendrin? Hm. Kommt ja immer drauf an. Es ist immer einfach zu erzählen, wie es ist, ja, wenn man eine Waffe in der Hand hält. Die Frage ist immer, wie fühlt es sich an, wenn eine Waffe an deinem Kopf ist? Das war mal ein Einstieg in meinen Podcast. Also Waffe an den Kopf, ich hoffe, sie ist nicht geladen, aber herzlich willkommen, Carsten Stahl. Man muss sagen, zu der ganzen Geschichte mit Sinan G, natürlich, wir haben das im letzten Podcast auch nochmal gesagt und es gilt mir auch nochmal zu sagen, nicht, dass es ein Missverständnis gibt. Weder der noch ich wollten dich irgendwie angreifen, es war ein Witz und ich dachte mir, weißt du was, danach kam der Kontakt, lad den Mann in den Podcast und sagt es dem nochmal persönlich so, ich bewundere das, was du machst, gerade in den Kinderschutzgeschichten, darauf werden wir auch auf jeden Fall noch kommen, aber du hast es gerade angesprochen, ne? Wir sind hier bei einer Hip-Hop-Plattform, das ist TV Straßensound, wir sind ein Hip-Hop-Magazin und manche könnten sich fragen so, hör, Carsten Stahl steht für Kinderschutz, was hat denn der bei TV Straßensound zu suchen? Und du hast es so ein bisschen vorweggegriffen, so, du hast Namen genannt wie Manuelsen, Mois und so. Darf ich dich zum Einstieg fragen, was würdest du sagen, wie viel hast du eigentlich mit Hip-Hop zu tun? Warum sieht man dich immer wieder mal in einem Mois-Cast mit Mois oder in seinen Formaten, der ja auch sich ein bisschen zugehörig fühlt zu Hip-Hop oder auch selber rappt? Oder warum sieht man dich auf Videolänge mit einem Manuel mal, wie identifizierst du dich mit Hip-Hop? Gab es da in der Jugend schon Punkte oder was würdest du sagen? Also erstmal ist es ja so, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich höre bestimmte Musik mehr oder weniger. Gut, es gibt Dinge, die ich nicht wirklich höre, aber natürlich bin ich aufgewachsen in einer Zeit, wo Hip-Hop geboren ist. Ja, also da habt ihr alle noch, sagen wir mal, als Molekül auf der Weide gelegen. Da habe ich schon die Dinge gehört, also Dinge wie Tupac und all diese Dinge oder wie es überhaupt mal angefangen hat, ja, habe ich natürlich schon mitbekommen, auch diese Breakdance-Szene, die damals dazu war. Ja, das hat sich natürlich heute alles noch total verändert. Es gab damals keinen Deutsch-Hip-Hop, das war damals alles verpönt, das hat sich ja alles jetzt integriert, hat sich auch verändert. Natürlich ist es heute nicht unbedingt die Musik, die ich höre, wenn ich überhaupt mal Zeit habe, Musik zu hören aus einem Auto oder überhaupt mal irgendwas zu erleben. Aber, und das ist das Entscheidende, Hip-Hop hat ja immer viel damit zu tun, sich zu profilieren. Darauf liegt es ja aus. Man hat eine gewisse Ausstrahlung, man will was da sein. Man will vor allen Dingen eins zeigen, man ist erfolgreich. Man ist stark, man ist mächtig, man hat Geld, man hat Frauen. Also mittlerweile sind ja auch viele Frauen erfolgreich, die zeigen dann bestimmte andere Dinge. Aber es geht ja vor allen Dingen um Erfolg. Und der wird natürlich auch nach draußen gebracht. Und immer, das spielt ja auch oft, war schon früher so und das spielt heute immer noch eine Rolle,
wird ja oft das Gangstersein dazu zu sagen. Oft ist ja auch die Polizei oder der Staat etwas, wo man sich gegen auflehnt, was ja immer so eine gewisse Coolness zeigt. Ja, und dann zeigen sich ja bestimmte Leute immer bestimmten Posen. Und entscheidend ist immer, natürlich hat man, und das ist ja bei mir so ein bisschen der Background ja auch, ich kann vielleicht nicht rappen. Und ich habe auch nicht mit dem Thema Rap wirklich viel zu tun. Aber ich komme von der Straße. Und ich habe viele Jahre Kriminalität erlebt. Mir wurde sie vorgelebt. Ich habe sie erlebt. Ich habe es leider auch getan. So, und das, was viele im Rap verharmlosen, ja, oder cool finden, das versuche ich denen, Kindern, die das alle, oder Jugendlichen, die das heute hören, einfach mal zu sagen, was denn die Kehrseite der Medaille ist. Weil es ist eins, einfach sich ein Video anzuhören und sich hinzustellen und zu sagen, ey, ich bin der Coolste, wenn du die andere Seite der Medaille nicht kennst. Was nämlich die Grundregel ist, wenn man Gangster sein möchte und das cool finden möchte, dann muss man nämlich auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und den Preis, den man dafür bezahlt, der hat nichts mit Coolness zu tun. Der hat mit Schmerz und Leid zu tun. Und da rede ich nicht von der Polizei oder einem Staatsanwalt, die sich an Regeln halten, sondern ich rede an andere Kriminelle, Gangs, wie auch immer ihr sie nennen wollt, die das wollen, was ihr habt, den Erfolg. Da gibt ja auch verschiedene Rapper, die sich gegenseitig bekriegen. Manchmal natürlich aus PR-Gründen, aber manchmal knallt es auch richtig. So, und wenn man das kennt und weiß, wie schmerzhaft das sein kann, weil man den Schmerz selbst erlebt hat, damit meine ich nicht die Wunden, die man mir zugefügt hat, sondern die man denen zufügt, die für jeden das Wichtigste sind. Die Familie. Und darüber sollten viele mal nachdenken, wenn sie doch Gewalt verherrlichen und Gangster sein verherrlichten. Wer Gangster sein möchte, da, wenn ihr die Kohle haben wollt, diesen Respekt, müsst ihr auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und wenn ihr dann irgendwann mal an dem Grab von jemandem steht, der durch euch und eure Fehler gestorben ist, dann könnt ihr euch euren Respekt, eure Kohle, eure Rolex, eure Benz ganz tief in euren Arsch stecken. Denn er hat keinen Wert. Und ihr werdet in keinen Spiegel mehr gucken können, ohne euch dafür zu schämen. Und dann sehnt ihr euch nur noch nach eins. Vielleicht selber zu sterben. Um irgendwie Vergebung zu finden. Also, deswegen ist vielleicht der Rap ein bisschen mit mir verbunden, weil heute nämlich die rappen, vielleicht nicht nur diesen Kanal benutzen wollen, um Rap-Musik voranzubringen, sondern vielleicht auch die Jugendlichen und die Kinder von heute denen etwas mitzugeben und sie vor etwas zu warnen, dass man nicht immer nur die eine Seite der Medaille sieht, sondern auch mal die andere Seite. Und wenn man sich jetzt mal die Rap-Szene anguckt, dann sollte man natürlich auch wissen, dass nicht wirklich jeder Rapper frei ist. Ja? Sondern dass dahinter ja auch ein Background steht, der, solange alles gut geht, sich gut anfühlt. Aber wenn es irgendwann mal dann nicht mehr so gut ist, dann kann sowas auch ganz schön schmerzhaft und gefährlich werden. Deshalb ist es vielleicht wichtig, solche Formate zu nutzen, um eine Botschaft abzugeben für die, die die Zukunft unseres Landes sind. Das sind die Kinder und die Jugendlichen von heute. Und ich versuche einfach nur, sie zu besseren Menschen zu machen. Das heißt nicht, sie sollen kein Rap hören. Sie sollen nur verstehen, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Und die Gefahr ist nicht die Polizei oder der Staatsanwalt. Die Gefahr ist die 9mm. Oder die drei Typen, die zu dritt meine Freundin vergewaltigt haben und sie so lange geschlagen und getreten haben, dass unser gemeinsames Kind in ihr verstorben ist. Und dann könnt ihr ja mal gucken, wie wertvoll dieser ganze Scheiß ist, den ihr anbetet, den ihr so geil findet. Was ihr dann mit eurer Macht machen könnt, wenn er hilflos dasteht und immer wieder die Schreie in der Nacht hört und ihr könnt nicht helfen. Und wenn ihr dafür einen Entschuldigen sucht, dann findet ihr den immer im Spiegel. Das ist eine Geschichte, die ich
bereits gehört habe, die hast du im Podcast mit Belasch und Boogie auch erzählt, die so schmerzhaft war, dass ich zugeben muss, mir die Tränen nicht verkneifen zu können, ne, wenn ich das höre. Das ist wirklich, geht so unter die Haut. Darf ich dich fragen, was macht das mit dir, wenn du daran denkst, das aussprichst, diese grauenvolle Tat, die dir da passiert ist? Wie alt bist du heute? Ich werde 29 im April, also noch 28. Ich hätte heute einen Sohn, der wäre nur 3 Jahre jünger als du. Was macht es also mit mir, wenn ich dich hier sehe und dir sage, dass mein Sohn, der fast so alt wäre wie du, durch meine Schuld, durch meine Fehler, durch meine Gier, durch meine Dummheit zu Tode kam? Was macht es mit mir? Es macht mich noch heute fertig. Es bringt mir diese Schuld immer wieder vor die Augen. Aber es sagt mir auch, ich muss alles dafür tun, um die Kinder und die Jugendlichen davor zu bewahren, dass sie nicht den gleichen Schmerz später spüren müssen, wenn sie ihre Kinder zu Grabe tragen. Und wenn die Politik das nicht macht, weil sie aus Angst wegsieht, versagt und schweigt. Und wenn es auch viele Prominente nicht tun, weil sie den Arsch nicht in der Hose haben oder weil sie sich nur auf ihr Geld und ihre Gier konzentrieren, dann mache ich halt mein Maul auf. Und wem das nicht passt, stellt euch hinten an, zieht euch eine Nummer. Und wenn ihr dran seid, steht er vor mir. Und dann sage ich euch die passende Antwort. Und 18 Jahre Straße, glaubt mir. Ich weiß, wie es läuft. Ich glaube, viele, viele haben dich auf dem Schirm, eben wegen der Lautstärke, die du mit dir bringst, wegen der Direktheit, die du hast, wegen einfach dem, wofür du stehst und wofür du kämpfst. So. Weniger die Leute, die dich jetzt vielleicht aktuell auf dem Schirm haben, wenn es dir möglich ist, mach vielleicht auf Flugmodus, dass es nennt die... Die ganze Kiste stört. Genau, und du sagst es so, du hast die Medaille hat 2 Seiten, du hast fast 2 Jahrzehnte Straße gesehen, deswegen passt du auch zu TV Straßensound und das nimmt sich nicht viel. Können wir da ein bisschen eintauchen? Können wir mal eintauchen in den jungen Carsten, der auf der Suche war nach Straße, nach Action, nach Erfüllung, vielleicht eine Mission? Ich weiß nicht, wie du früher drauf warst, vielleicht kannst du es uns erzählen. Ich habe nicht in die Erfüllung und in die Mission gesucht. Ich habe das gesucht, was alle Jugendlichen suchen. Respekt, Anerkennung. Ich bin ein Opfer von Mobbing und Gewalt gewesen, als ich 10 Jahre alt war. Ich wurde erniedrigt, wurde geschlagen, misshandelt und ich wollte als 10-Jähriger nicht mehr leben. Als 10-Jähriger hatte ich den Wunsch zu sterben, weil ich über Monate hinweg fertig gemacht wurde. Und ich habe das überlebt. Ich habe das überlebt und ich würde heute nicht sitzen hier, wenn ein alter Mann mich nicht gefunden hätte, wäre ich dort verblutet, wo man mich zurückgelassen hat. Und dann wollte ich nicht mehr das Opfer sein. Aber mir hat keiner geholfen. Mir war keiner da, so wie ich oder wie du, sondern hat mir ist selbst überlassen. Und dann hatte ich die Wahl, entweder so weitermachen oder irgendwann mal sich wehren, weil ja keiner mir geholfen hat. Und dann habe ich den Fehler gemacht, mich zu wehren, um dazu zu gehören, zu wehren. Und ich habe es akzeptiert, andere fertig zu machen, damit ich nicht mehr fertig gemacht werde. Ich bin zum Mitläufer geworden, dann bin ich größer und kräftiger geworden und dann bin ich zum Täter geworden. Ich bin ziemlich schnell gewachsen, ich bin kräftig geworden, ich habe trainiert und dann habe ich immer so getan, als wenn ich nie ein Opfer war, wie sie alle nie ein Opfer waren. Bist ja nicht cool, man war nie ein Opfer, na natürlich. Und die das sagen, haben die meisten auf die Fresse gekriegt. So. Und dann, wenn du diese Position hast, wenn du dich nur noch mit Gewalt konfrontiert siehst und sie auch ausstrahlst oder auch zeigst, bloß immer nur Härte zeigen, keine Schwäche mehr zeigen und du in Berlin-Neukölln aufwächst und kommst du natürlich oft sehr schnell, wenn du ständig alles mit Gewalt löst, in Konfrontation mit der Polizei. Ja, und wenn in Zehlendorf wohnst, kannst du 5-mal mit der Polizei abgeholt werden und die geben dir immer noch eine Chance. In Neukölln wohl nicht, nicht wahr? Dann wirst du ganz schnell abgestempelt. So, und dann gab es das schon früher. Irgendwelche Leute, die sehr erfolgreich waren, die viel Kohle hatten, die geschafft haben, zu denen wir aufgesehen haben. Wohl so wie die Kinder zu den Rappern oder anderen von heute. Und die sind da rumgefahren und die hatten das. Oh, guck mal, der hat Respekt, auch vor denen hat man Angst. Oh, tja. Und dann sind die immer auf der Suche nach, sagen wir mal, den Menschen, die die Drecksarbeit machen, die man ja deshalb auch noch nicht kriegen kann, gerichtlich, strafrechtlich. So, und irgendjemand hat halt einfach mitbekommen, dass ich jemand bin, der bestimmte Dinge ja anders löst oder anders handelt. Ich habe mir einen Ruf erarbeitet als junger Mensch durch die Gewalt. Muss man sich mal vorstellen.
dass man schon sich einen Ruf erarbeitet durch Gewalt. Ja, nur um nicht wieder zum Opfer zu werden. Und so kam es dann mal dazu, dass ich dann ja, mit denen in Konfrontation kam, jetzt nicht im Negativen, sondern so, ey, sind da rumgefahren, dann kamen die auf mich zu, haben mich angesprochen, die anderen, die um mich herum, wie, die kennen dich? Ich wusste nicht, dass sie mich kennen. Nee, ich wusste nicht, was sie wollen. Und da ich dann so naiv und geblendet war, habe ich halt einfach, ja, nicht drüber nachgedacht. Man war 16 Jahre alt, was denkst du danach? Oh Gottes Willen, die kommen zu dir. Tja, und dann hat man mich halt mir gesagt, ja, Carsten, mehr oder weniger, du willst doch nicht irgendwie mit dem Talenten und das, was du hast, jetzt eine Lehre machen oder irgendwas anderes. Ich habe trotzdem eine Lehre gemacht. Darum ging es nicht. Aber man wollte mir eigentlich sagen, ich könnte mein Geld doch viel schneller verdienen. Und dann hat man mal angeboten gehabt, ja, wenn ich mal Bock habe, könnte ich ja mal das ein oder andere von A nach B bringen. Ich habe nur eine Sache nicht zu tun. Nicht zu fragen und nicht reinzuschauen. Und dann würde ich 2000 Mark, damals hat man noch D-Mark, bekommen dafür. Tja, und Geld... Und vor allem diese Anerkennung manipulieren einen Menschen. Und darum geht es ja auch. Also habe ich das gemacht. Auch vor meinen Kumpels cool dazustehen. Und dann bin ich da angekommen, habe die eben 2000 Mark bekommen. Ich habe keine Fragen gestellt. Mir ging es nur um die Kohle. Geil. Und dann war, haben sie dir auf die Schulter geklopft. Ich sage, du, das kannst du regelmäßig machen. Und in dem Moment warst du drin in der Spirale. Gekauft, manipuliert und da kommst du nicht mehr raus. Willst du auch gar nicht. Und dann bist du da drin, als junger Mensch, wirst älter, siehst viel, hörst viel, hältst immer die Fresse, machst immer das, was man von dir erwartet, dann steigst du auf. Und du sorgst immer dafür, dass du als Erster, als Härtester zuschlägst. Und dann bekommst du deinen Ruf. Respekt. Das Problem ist bloß, man sollte die Regel beachten. Die oberste Regel. Die heißt nicht, lass dich nicht erwischen. Die oberste Regel heißt, hab keine Familie. Schütze deine Familie. Verlieb dich nicht. Kannst Freundinnen haben, aber verlieb dich nicht. Und wenn du diese Regel brichst, dann bist du verwundbar. Und das Schlimme ist ja, die Polizei, die handelt nach Regeln. Die sind um 5.30 Uhr, 6 Uhr stehen die bei dir in der Tür. Die Tür gibt es da nicht mehr. Dann kommen sie, dann liegst du noch im Bett, kriegst du deine Handfesseln oder damals Handschellen um und dann nehmen sie dich mit. Dann suchen sie die Bude, dann sitzt du in U-Haft. Ja, und mehr oder weniger finden sie was oder sie finden nicht, dann bist du wieder frei. Aber die, die das wollen, was du hast, den Erfolg, die Kohle, die Straße, die halten sich hier an Regeln. Die kommen auch nicht face to face. Die suchen deine Schwachstelle. Und wenn du dann so dämlich bist, so naiv bist und vertraust Menschen in der Branche und erzählst denen, dass du jemanden liebst und dass der schwanger ist, dann setzt du diese Menschen einer Riesengefahr aus. Und ich war dumm, 24 Jahre alt. Und oft fragt man mich, Carsten, hast du für deine Kriminalität bezahlt? Und dann frage ich mich immer, was bedeutet das, bezahlt? Im Gefängnis gewesen zu sein? Zu lernen, mich nicht mehr erwischen zu lassen, mit anderen besser, größere Deals zu machen? Ist das wirklich das, was ihr meint, bezahlen? Vielleicht, wenn ich das als junger Mensch, um 16, gleich erlebt hätte, hätte das eine Wirkung gehabt. Aber wenn ihr wirklich bezahlen meint, dann habe ich dafür bezahlt. Und zwar mit einer Strafe, die ich lebenlang tragen muss. Und jedes Mal, wenn ich junge Männer sehe, so wie dich, und ich darüber rede, wird mir bewusst, welchen Preis ich bezahlt habe für meine Dummheit, für meine Naivität, für diesen Respekt. Wenn ihr also diesen Respekt wirklich wollt, dann denkt bitte auch darüber nach, dass ihr genauso einen Preis bezahlen könnt. Es könnte auch eure Mutter sein, euer Bruder sein, eure Schwester sein. Die kennen keine Regeln. Oder ihr werdet selber zu solchen Menschen, die keine Regeln kennen.
Und hat es mein Leben verbessert, als ich herausgekriegt habe, wer es war? Hat das, was ich dann getan habe, mein Leben verbessert? Kann Rache wirklich helfen? Für den Moment? Kommt dadurch mein Kind zurück? Kommt dadurch die Frau zurück, die durch mich das erlebt hat, der das durch mich, durch meine Schuld das angetan wurde? Wird da meine Schuld weggenommen? Kann ich dann in die Kirche gehen und drei Ave Maria beten? Oder kriege ich dann von Gott oder von Allah das erlassen? Nein. Er hat es mich durchmachen lassen, dass ich daraus lerne. Und dass ich meinen Schmerz mittragen muss, mein Leben lang, bis er mir den nimmt. Und er mir diese Verpflichtung aufbürdet, mir die Bestimmung gibt, dafür zu sorgen, dass andere das nicht erleben müssen. Es gibt mit Sicherheit etwas, was über allem ist. Und manchmal hat man das Gefühl, diese Person, das Wesen, schaut weg. Aber es gibt auch Menschen, die sich genau dagegen einsetzen. Gegen dieses Leid, gegen das, wo oft weggesehen wird. Gott oder Allah, oder wie das Wesen auch immer heißt, scheint durch Menschen, die nicht wegsehen. Aber dafür müssen sie oft erst durch die Hölle gehen. Und ich gehe heute noch durch diese Hölle. Denn wisst ihr, wie oft ich nachts aufwache und diese Schreie höre? Das ist die Straße. Und der Einzige, der auf der Straße gewinnt, ist die Straße. Alles andere sind Verlierer. Das muss man erstmal verkraften und runterschlucken. Ich würde jetzt irgendwie sagen, so ja, ich verstehe dich oder ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Und ich verstehe dich auch nicht, weil ich kann mir nicht mal vorstellen, dass wir ansatzweise sowas passiert, weißt du? Und es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich fühle dich, ich weiß, was du meinst. Nee, ich muss sagen, ich bin extrem schockiert. Ja. Du kannst nur anderen, die vielleicht mal auf der Seite sitzen und die Coolness vermitteln wollen, vielleicht mal daran erinnern, was du jetzt von mir gehört hast und kannst sie damit mal konfrontieren. Und dann sollen sie doch mal da überlegen, wie cool das ist. Solange einem nichts passiert ist, kann man quatschen. Wir haben gerade wieder Krieg in Europa. Jetzt stellen sich viele Menschen hin und sagen, ja, Krieg, wir haben jeden Tag Krieg. Nur nicht immer in Europa. Da schreit kein Schwein. Jetzt spielen sich viele wieder auf. Und ich kann nur dafür beten, dass es bald wieder Frieden ist, aber auf der Welt. Aber hier ist es direkt vor unserer Haustür. Und da haben Leute halt ein bisschen mehr Angst. Und vor allen Dingen, diese Kriegsführung ist hier nicht einfach nur mit Kalaschnikows. Sondern, wenn da Knöpfe gedrückt werden, dann war es das. Für uns alle. Trotzdem gibt es auch da in der Politik einfach nur irgendwelche Heuchler, verlogene Politiker, die einen Haufen Scheiße labern. Wo waren sie denn? Viele Jahre zuvor. Immer erst dann, wenn es brennt, ja? Nicht vorher, wenn man schon längst erkennen müsste, jetzt knallt es gleich. Aber so ist nun mal unsere Gesellschaft und unsere Politik. Ein Problem, über das wir nicht reden, das haben wir auch nicht. Und wenn denn Menschen über Probleme reden und Missstände, die wir haben, reden, werden sie diskreditiert, werden durch den Dreck gezogen, als Nazis, Querdenker oder sonst wie bezeichnet? Ein großes Fuck you an euch alle. Das kann ich nur sagen. Wer Missstände und Probleme totschweigt, der hat in der Politik nichts zu suchen. Die Politik dient den Bürgern und nicht die Bürger der Politik. Lass uns ein bisschen eintauchen in das Thema, weil ich weiß, dass du in der Öffentlichkeit, müsste man meinen, ausschließlich in politischen Kontexten wahrgenommen werden willst. Zumindest, wenn man dich auf Social Media verfolgt. Ne? Du teilst nicht unbedingt oft, was du gerade gegessen hast oder wohin du reisen willst oder welche... Oberflächlichkeiten sind mir zuwider. Ne? So, es sind oft politische Haltungen, politische Standings. Was ist in deinem Leben passiert, außer deiner biografischen Sache, dass du so ein Bedürfnis verspürst,
den Finger auf die Politik zu zeigen? Ist es ein Versagen politischer Art und Weise? Also ich bin kein Feind der Politik. Die Politik könnte viel bewegen und verändern, das tut sie nur nicht. Sie ändert nur die Dinge und nutzt nur die Dinge, die für sich selbst am besten nutzen. Das kritisiere ich und deswegen bin ich laut. Aber wenn ich etwas vorwerfe, dann muss ich es der Gesellschaft vorwerfen, weil die Gesellschaft lässt es zu. Und wisst ihr, auch ich bin ja ein Teil der Gesellschaft und habe jahrelang weggesehen. Habe mich nicht dafür interessiert. Das Problem ist bloß, ich habe es gesehen. Und ich sehe es jeden Tag. Ich sehe es jeden Tag und ich höre es jeden Tag, denn ich habe alleine 80.000 E-Mails in den letzten 9 Jahren bekommen, die ich im Kinderschutz bin. Und wenn ich weiß, dass jedes Jahr über 10.000 Kinder Opfer von Missbrauch in unserem Land werden, wenn ich weiß, dass wir eins der schlimmsten Länder sind, die Kinderpornografie konsumieren, wenn ich weiß, dass in unserem Land zu Tausenden Kinder Opfer von Gewalt werden, wenn ich weiß, dass in unserem Land Frauen vergewaltigt werden, zu Hunderten und Opfer von Gruppenvergewaltigungen werden, wenn ich weiß, dass sich jeden Tag mehrere Kinder in unserem Land wegen Mobbing das Leben nehmen wollen und jeden Tag ein Kind im Durchschnitt stirbt wegen Mobbing, weil sie sich umbringen. Wenn ich weiß, dass vor allem auf den Rücken der Kinder die Pandemie ausgetragen wurde, denn sie haben mit ihrer Kindheit bezahlt. Und wenn ich dann sehe, wie die Politik und die Gesellschaft sich wegdickt, wegguckt und wegschaut, weil ich muss es doch nur vergleichen. Es gibt wichtige Themen, die Mainstream sind. Gegen Rassismus. Mainstream. Da müssen wir was machen. Fridays for Future. Für die Natur. Mainstream. Müssen wir was machen. Antisemitismus. Ganz wichtig. Ist es. Müssen wir was machen. Homophobie. Müssen wir was machen. Mainstream. Die Straßen sind voll. Kinderschutz. Zehntausende von Kinderopfer von Missbrauch jedes Jahr in unserem Land, in Deutschland. Nur ein paar hundert oder wenige tausend auf den Straßen. Und jetzt, liebe Gesellschaft, die gerne wegsieht und totschweigt und sich nur dem Mainstream zuwendet. Und liebe Politik, die ihr nur euren Interessen folgt. Kleine Lernstunde im Kinderschutz. Bevor ein Kind überhaupt sprechen kann und Worte verstehen kann wie rassistische Beleidigungen, wie antisemitische Beleidigungen, wie homophobe Beleidigungen oder ein Kind überhaupt weiß, was ein Baum ist, werden Kinder in unserem Land schon Opfer von Missbrauch im Säuglingsalter. Und da schreit keiner auf. Was für eine verlogene Doppelmoral. Aber Kinderschutz ist halt nicht Mainstream. Ist unbequem. Kinder haben keine Lobby. Sie können nicht wählen. Kinder kosten Geld. Kinderschutz ist unbequem. Und weil ich das seit 9 Jahren sehe, erlebe. Ich war auf 8 Beerdigungen von Kindern, die sich wegen Mobbing umgebracht waren. Ich war in mehreren Gerichtsverhandlungen, wo Kinder missbraucht und getötet wurden. Es kotzt mich an, diese verlogene Heuchlerei und Doppelmoral und dieses Wegsehen und nur die Mainstream-Themen zu unterstützen, die Kohle bringen, die politisch ausgebeutet werden, damit Politiker mehr Macht bekommen und an der Macht bleiben. Und wenn ich dafür unbequem und laut sein muss, dann mache ich das. Weil für mich ist Kinderschutz unverhandelbar. War das deutlich? Voll und ganz. Also ich habe es verstanden. Was schreiben dir diese Menschen, wenn du über 9 Jahre so viele E-Mails bekommen hast? Das ist ganz unterschiedlich, weil es geht ja quer durch die Gesellschaft. Also ich kriege ja nicht nur Briefe von Eltern, sondern auch von Kindern, auch von Lehrern, Sozialarbeitern, aus jeglichen Kulturkreisen. Also das ist komplett unterschiedlich. Also deswegen ist es ja so, wenn man sich überlegt, ich breche diese Themen an und es gibt natürlich auch Parteien, die diese Themen auch gerne benutzen, um sich selbst darzustellen. Ja? Und
Und wenn man dann hört, wenn man dann zum Beispiel versucht, mich in diese rechte Ecke zu drücken, ja, und ich habe so viele türkische, arabische oder mit anderen Migrationshintergrund E-Mails, die um meinen Schutz bitten oder die um Unterstützung bitten. Ich meine, ich war jetzt erst in der Türkei, auf allen Titelseiten in der Türkei. Muss man sich mal vorstellen. Über den Kinderschutz, so genau über dieses Thema. Ja, und wenn man sich dann überlegt, also nochmal, wenn man dann halt kommt mit dieser Nazi-Keule, die sich diese ganzen Verheuchler in den Arsch stecken können, ja, wahrscheinlich gar keinen Platz mehr bei so vielen Lügen, die sie da hinten drin haben, muss man sich auch mal vorstellen. Gehen wir mal auf Carsten Stahl, weil ich das jetzt anspreche so, weil ich zum Beispiel auch jemand bin, der sagt, pass auf, wir müssen dem Problem ins Gesicht schauen. Wir haben über 700 Gruppenvergewaltigungen gehabt im Jahr 2020. Das ist Fakt. Und wir müssen doch auch gucken, wer macht diese Gruppenvergewaltigungen, nicht wahr? Und wenn man feststellt, dass über 80% der Gruppenvergewaltigungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die erst seit 2015 in unserem Land sind, ausgeführt werden, dann müssen wir darüber reden, denn irgendwas scheint ja dann nicht zu funktionieren. Und das heißt nicht, dass per se, dass alle Menschen, die woanders herkommen, Gruppenvergewaltigung machen, sondern das heißt, dass diese Integration dort nicht funktioniert. Kann auch nicht, wenn man Männer einfach in einen Block steckt und sich selbst überlässt. Und die vielleicht dann noch irgendwelche Dinge machen, konsumieren und dann vollkommen durchdrehen. Aber entscheidend ist, man kann sich einfach totschweigen und jeder, der das anspricht, ist auf einmal Nazi. Seid ihr bekloppt? Ich kann euch mal was sagen, was meine türkischen und arabischen Freunde machen würden, denn ich habe mehr türkische und arabische Freunde als Deutsche. Die würden kurzen Prozess machen. So, und jetzt kommen wir mal dazu, dass ich das aber anspreche, diese ganzen Themen, und man mich als Nazi abstempeln will. Ja, probiert man immer wieder. Läuft nur nicht. Also, nur mal zum Thema Nazi. Also, ich habe mehr türkische und arabische Freunde als Deutsche. Meine Kinder sind polnisch. Ich bin mehrfacher Botschafter gegen Rassismus und Antisemitismus. Und meine Freundin hat einen muslimischen Hintergrund. Ich bin, glaube ich, der beschissenste Nazi auf der Welt. Und darauf bin ich verdammt stolz. Und übrigens sitze ich gerade in einem Interview mit jemandem, der definitiv anders aussieht als ich. Ja. So viel zu dieser verlogenen Heuchlerei. Aber es ist einmal immer wieder, wenn man diese Keule schwingt, haben halt Leute Angst. Meine Karriere. Ich werde nicht mehr gebucht. Was für Waschlappen. Ich mache meine Fresse auf. Zum Schutz der Kinder und für Veränderungen. Und wenn die Politik sich mal genauso verhalten würde und nicht nur überlegen könnte, was können wir nutzen, wie können wir profitieren, dann würden wir weniger Vergewaltigung, weniger Missbrauch, weniger Schmerz und Leid haben. Und mein Ziel ist es, in der Gesellschaft dafür zu kämpfen, dass Kinderschutz endlich eine der obersten Prioritäten in unserem Land hat. Und dafür werde ich kämpfen. Und du denkst, die Art, wie du das machst, ist der effektivste, sinnvollste Weg? Also grundsätzlich kann ich dir nicht immer nicht sagen, was der effektivste Weg ist. Ich habe es 3 Jahre mit Bitte probiert. Vor 9 Jahren habe ich es 3 Jahre mit Bitte probiert. Die haben mich nicht gehört. Die haben mich ausgelacht. Dann habe ich gesagt, immer wieder Beerdigungen, immer, das habe ich ja gespürt. Immer wieder Suizide, wie ihr das nur vertuschen wollt, verharmlosen wollt, totschweigen wollt. Die Hälfte aller Schulleiter sagt in Deutschland, an unserer Schule gibt es keine Probleme, kein Mobbing, keine Gewalt, keine Drogen. Ist eine Lüge. Jeder Schulleiter, der sagt an der Oberschule, mindestens sogar an den Grundschulen, dass sie keine Probleme haben und schon gar kein Mobbing, lügt. Aus Angst, als Problemschule dazustehen und dass seine eigene Position in Frage stellt. Und die Politik, na, ich habe Politiker, die zu mir gesagt haben, hör zu. Herr Stahl, und was würde mir das persönlich bringen, das jetzt zu unterstützen? Wo ist mein politischer Vorteil? Dann möchtest du dem am liebsten an die Gurgel. Und deswegen habe ich nach 3 Jahren und nach so vielen Suiziden und Schmerz entschieden, ich sage nicht mehr bitte. Ich sage, Kinderschutz ist unverhandelbar. Und der geht uns alle an. Und dann bin ich laut geworden. Und dann habe ich Druck gemacht. Ich kann dir nicht sagen, ob es immer der beste Weg ist. Ich kann dir bloß sagen, dass ich auf die Art und Weise im letzten Jahr 2 Gesetze vor meinem Schreibtisch direkt in den Bundestag getragen habe. Die dann per Gesetz durch die Politik, die dann keine andere Wahl hatte, weil wir Druck gemacht haben, auf meine Art und Weise, diese Gesetze verabschiedet hatte. Damit sind deine Kinder, eure Kinder, vor diesen Dingen geschützt, die ich
mit Bündniskinderschutz verbieten lassen habe, die vorher ganz normal waren, Kindersexpuppen zu erlangen, zu kaufen bei großen Anbietern im Netz. Sorry, ganz kurz, was sind Kindersexpuppen? Na, Puppen, die aussehen wie kleine Kinder in verschiedensten Altersgruppen, vom Säugling an, mit verschiedensten Körperöffnungen, die pädophil veranlagte Menschen nutzen können, um ihren Trieb daran zu erüben. Und diese Puppen konnte ich auch noch mir so herstellen lassen, wie ich sie möchte. Also ich stell mir jetzt mal vor, ich hätte ein Bild von deiner Schwester. Dann könnte ich mir eine Kindersexpuppe herstellen, die so aussieht wie deine Schwester. Oder wie eure Töchter. Und jetzt stellt euch vor, jemand würde dann seine Triebe, seine Gier an dieser Puppe auslassen, um sich zu üben, so lange, bis die Puppe nicht mehr reicht. Und der sich dann vielleicht eure Schwester holt oder jeden anderes Kind. Wie widerwärtig ist sowas? Und wenn ihr denkt, dass das schon schlimm ist, dann solltet ihr euch jetzt hinsetzen. Es gab ein Handbuch, oder es gibt ein Handbuch für Pädophile. Ein Ausbildungsbuch, in dem drin steht, wie man Kinder missbraucht, ohne erwischt zu werden. Wie man Kinder missbraucht, ohne Spuren zu hinterlassen. Wie tief man in Kinder eindringen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Wie man das Jugendamt täuscht. Wann die beste Zeit ist, Kinder zu entführen. Wie man Kinder am besten entführt. Wie man die Eltern täuscht. Wie man die Gesellschaft täuscht. 1000 Seiten, fast 1000 Seiten im Darknet runterladbar. Der Besitz, das Hochladen, das Runterladen, das Weitergeben war nicht verboten. Es ist wie eine Anleitung für einen Sprengstoff, für eine Bombe im Netz. Nur, dass das da die Kinder sind, die missbraucht werden. Zu 1000-fach. Und das habe ich mitbekommen und habe dann mit jemandem, der das in Holland auch stark verfolgt, hierher angezeigt, öffentlich gemacht, in die Politik getragen, wo einige es schon 1,5 Jahre, 2 Jahre wussten und es kein Schwein interessiert hat. Und dann haben wir Druck gemacht und es öffentlich gemacht. Und dann haben die Politiker, die das mit unterstützt haben, mich noch gebeten, andere Gesetze mit zu unterstützen. Verzeih mir ganz kurz die Störung. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, den Akku ranzumachen. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Kurze Pinkelpause. Ich komme gerade noch nicht klar. Ja, ich komme wirklich nicht klar, weil davon habe ich zum ersten Mal gehört, ja, dass es überhaupt solche Sexpuppen gibt. Kindersexpuppen, das muss man sich mal vorstellen. Und eben dieses Buch. Handbuch für Pädophile. Aber es, das heißt so, Handbuch für Pädophile? Also Anleitung für Pädophile oder Handbuch für Pädophile. Ja, also das, so wurde es nachher dann deklariert. Du musst es ja auch irgendwie deklarieren. Also ich kannte das natürlich auch nicht. Aber es gab ja auch andere Sachen. Als wir das natürlich durch diese öffentliche Wahrnehmung und Druck und Petitionen, die wir gestartet haben, öffentlich gemacht haben, gab es natürlich auch politische Kräfte. Denn es gibt ja nicht nur Beschissene in der Politik. Ja, es gibt ja auch welche, die das dann auch sehen, verstehen. Natürlich wollen sie es auch politisch nutzen. Aber das ist ja in dem Moment für was Gutes, ja. Und die sind dann auch auf mich zugekommen und hat mir gesagt, Herr Stahl, gucken Sie mal, wir wollen mehrere Gesetze und Ihre damit auch, diese Dinge, die Sie verbieten wollen oder ihr verbieten wollt, mit einbringen. Und dann haben sie mir halt auch noch andere Dinge gesagt und ich sie dabei unterstützen kann. Also das waren also noch 2 Gesetze, an denen ich mit beteiligt war. Also das eine ist zum Beispiel, müsst ihr euch vorstellen, vorher war das so, dass jemand, wenn er ein Kind missbraucht hat, nur 10 Jahre eingetragen war ins Führungszeugnis. Nach 10 Jahren war das wieder ausgetragen. Das heißt, wenn jemand also, sagen wir mal, 10 Jahre und 1 Monat nach seiner Tat, schwerstem Kindesmissbrauch zum Beispiel, sich wieder in der Schule beworben hat, in der Kita, im Fußballverein, dann konnte er da ganz normal wieder anfangen und keiner hat was gewusst. Natürlich nicht da, wo er gewohnt hätte, aber ganz egal, er wäre von Berlin nach Bayern gezogen, keiner hätte es gewusst, hätte wieder mit Kindern arbeiten können. Und da haben wir gegen gekämpft und haben gesagt, wir wollen eine Eintragung ins Führungszeugnis lebenslang, dass diese Menschen, die das getan haben, nie wieder mit Kindern arbeiten können. Das war vorher nicht das so. Und dann gab es noch, und das habt ihr wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen, Kinderpornografie war vorher nur ein Vergehen und jetzt ist es ein Verbrechen. Das heißt, Kinderpornografie wird jetzt mindestens mit 1 Jahr bestraft. Christoph Metzelder hatte noch das Glück, dass seine Taten vor diesem Gesetz
entstanden sind. Dadurch hat er nur 25.000 und eine Bewährung bekommen. Ja, also ein Witz. Für das, was er da hatte. Er hatte Vergewaltigungspornos an unter 10-Jährigen. So, Fakt ist aber, dass wir mit Bündnis Kinderschutz am 1.7.2021 Kindersexpuppen haben verbieten lassen in ganz Deutschland. Das Handbuch für Pädophile verbieten lassen in ganz Deutschland. Eintragungsführungszeugnis lebenslang in ganz Deutschland. Kinderpornografie ist ab jetzt ein Verbrechen in ganz Deutschland. Und jetzt nochmal zu deiner Frage. Das habe ich mit meiner Art und Weise umgesetzt. Mit Bitte haben sie mir nicht zugehört. Aber mit Druck, das ist das Einzige, auf was diese Politik reagiert. Wenn es ihnen entweder nutzt oder wenn es ihnen schaden kann, dann bewegen sie ihre Ärsche. Leider hört die Gesellschaft auch nur dann zu, wenn es schmerzhaft ist. Und manchmal muss man halt etwas lauter sein. Ich hätte gehofft, dass Bitte reicht. Ist es nicht schon schlimm genug und beschämend, dass man überhaupt für den Schutz von Kindern in unserem Land kämpfen muss? Wir sind in Europa unter den drittkinderfeindlichsten Ländern. Wir sind, was den Kinderschutz betrifft, eine Versagergesellschaft. Oft durch die Politik, die es nicht annimmt. Und wollt ihr wissen, wie schlimm es ist? Dann hört mal jetzt zu. Ich habe euch ja gerade 4 Gesetze gesagt, die jetzt verboten wurden, die wichtig waren. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Parteien gibt, die heute in der Regierung sind, die diese Gesetze verhindern wollten? Sie haben nicht gesagt, wir stimmen gegen die Gesetze. Sie haben gesagt, wir enthalten uns der Stimme. Und warum haben sie das getan? Wir haben 3-5% pädophil veranlagte Menschen in Deutschland. Das sind Wähler. Die wählen gezielt ihre Interessenvertreter. Es gab Webseiten, auf denen geschrieben wurde, dass die Parteien gegen das Gesetz gestimmt haben und die Menschen mit dieser Veranlagung diese Parteien wählen sollen. Jetzt erklär mir doch mal bitte mit vernünftigen, gesunden Menschenverstand, wieso man diese Dinge nicht sagt, ja, die müssen verboten werden. Wieso enthält man sich der Stimme? Doch nur um ein Zeichen zu setzen. Wir sind nicht gegen euch, aber wir können auch nicht sagen nein. Und 2 dieser Parteien sind heute in dieser Ampelregierung. Es ist nicht die SPD. Das ist unser Land. Kinderschutz? Nein, danke. Alles andere ja. Kinderschützen? Nein. In den letzten 20, 30 Jahren wurde kein Geld in den Kinderschutz investiert. 3 Tage Krieg, 100 Milliarden. Wir müssen etwas gegen den Krieg tun. Aber sind unsere Kinder nicht zu schützen? Und da zeigt er die Interessen der Politik. Was ihn nutzt, wird unterstützt. Und was ihnen gefährlich wird, wird bekämpft. Und deswegen bekämpft man Menschen wie mich. Und ich habe immer gesagt, hey, verschwendet doch keine Zeit. Ihr wollt, dass ich darüber nicht mehr rede? Löst einfach das Problem. Schützt die Kinder. Dann rede ich nicht mehr darüber. Aber solange ihr es totschweigt, werde ich darüber reden. Auf meine Art und Weise. Und wenn euch das nicht passt, leckt mich am Arsch. War das deutlich? Yes, sir, das war sehr deutlich. Wie würde denn eine Welt aussehen, Carsten, in der du gerne leben würdest, wo das durchgesetzt wird, was du alles im Kopf hast? Es geht nicht darum, was ich im Kopf habe. Wir bräuchten nur eine Welt, die einen Artikel, der bei uns übrigens der wichtigste Artikel festgeschrieben ist, diesen Artikel lebt und würdigt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir uns auf der ganzen Welt daran halten würden, gäbe es keine Kriege, gäbe es keinen Hass. Es gäbe eine Akzeptanz von Menschen auf jeder Welt. Und es gäbe keinen Menschen, der hungert. Keinen Menschen, der im Schmerz auf dem Boden und in Obdachlosigkeit leben müsste, weil die Gesellschaft die Würde des Menschen nicht mit Füßen tritt.
Die reichsten Menschen auf der Welt, wenn die nur 5% ihres Einkommens nehmen würden, gäbe es keinen Hunger mehr auf der Welt. Stattdessen kaufen sie sich für 100 oder 1000 Millionen von Euros irgendwelche fetten Yachten, ja? Was wollt ihr denn kompensieren? Wenn ich also mir etwas wünschen könnte, dann wäre es Menschlichkeit. Und dass die Würde des Menschen geachtet wird. So wie es übrigens in jedem Glauben festgeschrieben ist. Auf jede Art und Weise. Leider wird das wahrscheinlich immer nur ein Wunschtraum sein. Weil Menschen eben Menschen sind. Fehler machen. Und viele von Machtgier, Geldgier und Habsucht und Neid angetrieben werden. Auch ich war so mal. Aber durch die Geburt meiner Kinder und durch das Leid, was ich in den letzten 9 Jahren sehe und höre, habe ich mich verändert. Und ich versuche mit meiner Arbeit und mit meinem täglichen Handeln dabei mitzuhelfen, dass diese Welt vielleicht etwas besser wird und dass Menschen vielleicht vorher lernen, bevor sie Fehler machen. Und die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Das ist in unserem Land nicht wirklich viel. Aber die Kinder sind die Zukunft und nicht diese Heuchler in der Politik von heute. Und deshalb versuche ich, die Kinder und Jugend von heute, die Erwachsenen von morgen sind, etwas zu verändern. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber es ist meine Pflicht, dabei mitzuhelfen, dass die Kinder und die Jugendlichen von heute nicht die gleichen Fehler machen und bessere Menschen werden, als ich es bin. Ja, sehr löblich. Warum ich diese Provokante gefragt habe, wie würde eine Welt aussehen, in dem das passiert wäre, was du dir vorstellst, ist, weil ich glaube, dass viele Menschen sich unter Kinderschutz vorstellen, so ein Beispiel im Kopf haben, dass mein Kind geschützt ist im Alltag, dass mein Kind geschützt ist beim über die Straße gehen. Ne? Schutz im Sinne von direkter Schutz, dass jetzt dem Kind nichts passieren kann. Was du meinst, ist so ein gesellschaftlicher, viel größerer Aspekt, ne? Guck mal, wenn ich so denken würde, würde ich hier gar nicht sitzen. Wenn es mir doch nur um mein Kind gehen würde, dann würde ich mein Kind schützen. Guck mal, was hat mich denn zum Umdenken bewegt? Vor 9 Jahren gab es ja einen Auslöser. Mein eigener Sohn Nikolai wurde nach 2 Tagen Grundschule, Samstag eingeschult, Dienstag, den 2. Tag der Schule meines Sohnes, er war 5,5, Opfer von Mobbing und Gewalt. Er wurde zusammengeschlagen und zusammengetreten. Und rassistisch beleidigt. Er wurde Opfer. Er kam nach Hause und lag weinend in meinen Armen und hat mich darum gebeten, ihn nie wieder in die Schule zu schicken. Und da spürte ich wieder diesen Schmerz, diesen Verlust, diese Hilflosigkeit, so wie damals, als mein Kind zu Tode kam. Und diesmal habe ich gesagt, nein. Und ich wusste, was Mobbing ausrichtet, weil ich selbst erlebt habe, als ich 10 war und nicht mehr leben wollte. Ich sagte, nein. Ich ging zur Schule und habe dort Druck gemacht. Auch mit meiner öffentlichen Position. Wenn hier nicht geschieht, gehe ich an die Öffentlichkeit. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Angst Schulen und die verantwortliche Politik davor der Öffentlichkeit hat. Und dann habe ich versucht zu helfen, mit meinem Wissen, den Kindern Wissen zu vermitteln. Und das hat funktioniert. Und dann kamen immer mehr Eltern, die mich auch um Hilfe gebeten hatten oder auch Schulen. Das habe ich gemacht. Ich wollte nur meinem Sohn helfen. Und dann, okay, kam hier wieder ein, hab ich gemacht. Hab eine Initiative gegründet. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein extremes Problem ist, dass wir jede Woche 500.000 bis 1 Million Fälle von Mobbing haben. Jede Woche an den Schulen in Deutschland. An jeder Schule gibt es Mobbing. Dass aber totgeschwiegen wird, dass verharmlost wird. Und dass die Politik vollkommen versagt. Und diese Sachen totschweigt. Und dann habe ich immer weitergemacht. Ich wollte aber eigentlich nur meinem Kind helfen. Und als mein Sohn dann geschützt war, hätte ich doch aufhören können. Meinem Sohn ging es doch gut. Ich habe aber gesehen, wie viele andere Kinder leiden. Dann konnte ich nicht mehr wegsehen. Und habe immer weitergemacht. Und jetzt sind 9 Jahre vergangen.
Und das größte Opfer in diesen 9 Jahren sind die 3 Jahre, die ich meine eigenen Kinder nicht gesehen habe, weil ich für andere Kinder eingestanden bin. Und ich habe nachweislich Dutzenden von Kindern das Leben gerettet, die sich hätten umgebracht durch Mobbing, aber es nicht getan hat, weil wir ihnen geholfen haben. Und wer eine Menschenseele rettet, rettet die ganze Welt. Hab nicht ich gesagt. Aber da ist was Wahres dran. Und selbst wenn man mir immer wieder Steine entgegenlegt, mich attackiert, durch den Schmutz zieht, was mich ja auch ärgert, aber dann habe ich diese Hunderten, Tausenden von Briefe, diese Worte des Dankes, der Hoffnung. Wenn ich in diese Kinderaugen sehe, wie ich sie verändere, wie ich ihnen Mut mache und Hoffnung schenke, und das treibt mich an. Jedes Kind, was man rettet, treibt einen an. Diese Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir 400% mehr Suizide bei Kindern haben. Vor der Pandemie habe ich davor gewarnt, auch andere, dass diese Pandemie, wenn wir die Kinder in die Lockdowns schicken, der Missbrauch und die Gewalt gegen Kinder steigt und das Mobbing steigt. Die Politik hat wie immer die Schnauze gehalten und weggesehen. Und jetzt sind die Zahlen ja rausgekommen. Wir haben 56% mehr Kinderpornografie. Wir haben über 10% mehr Gewalt gegen Kinder gehabt. Wir haben über 7% mehr Missbrauch gehabt. Und wir haben eine Zunahme von 400% der Suizidversuche bei Kindern gehabt. Während der Lockdowns. Und was macht die zuständige Polizei? Was macht der Talkmaster Laberbach? Er verharmlost es. Seine Zahlen, die müssen beachtet werden. Aber die Zahlen verharmlost er, versucht er zu relativieren. Ist beschämend. Aber nochmal, die Politik hat ja einen ganz klaren Leitspruch. Ein Problem, über was wir nicht reden, das haben wir auch nicht. Das gilt nicht für alle Politiker. Aber für die, die in Deutschland an der Macht sind, jetzt, die waren schon vorher nicht gut, aber jetzt haben wir wirklich eine sehr, sehr, sehr traurige, beschämende Regierung. Und das finde ich traurig, weil, wisst ihr, Politiker sind Angestellte der Bürger. Sie arbeiten für uns, wir bezahlen sie. Sie kassieren immer. Sie erhöhen sich die Diäten, während andere ihre Existenzen verloren haben. Sie reden von Opfer, aber bringen keine? Wir bringen die Opfer. Benzinpreise steigen, die wissen nicht mal, was ein Liter Benzin kostet. Gas wird steigen, Menschen können nicht mehr heizen, Kinder werden frieren, alte Menschen werden frieren, die frieren nicht. Die kassieren weiter, erhöhen sich die Diäten. Und das nennt ihr Führen? In der Krise beweist sich der Charakter. Das hat ein Politiker mit Charakter und Format gesagt. Helmut Schmidt. Und er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, was hier abläuft. Was man mit den Bürgern macht, was man mit diesem Land macht. Das ist meine freie Meinung. Denn wir haben Meinungsfreiheit. Egal, wie viel Nazi-Keulen und Querdenker-Scheiße sie da labern. Das Thema hatten wir ja schon, ne? Dass du gesagt hast, sie versuchen dich mit der Nazi-Keule stumm zu schalten. Nimmt ja immer ab. Aber es war ja natürlich so, ich habe ja sehr viele Vereine auch Tanzvereine zum Beispiel in Berlin, der ja zu fast 95% mit Migrationshintergrund ist. Ja. Dann haben die ein Video gemacht und haben selber gesprochen und gesagt, wie könnt ihr euch wagen, den manchen. Aber es ist einfach so, weil es ja oft auch funktioniert. Wenn irgendein Fußballer das Maul aufmacht, kommen die gleich mal, oh, zieh das Schwänzchen ein, wenn ich dann eins habe. Oder irgendwelche Sänger, oh, ich darf nicht mehr auftreten. So kriegen sie sie ja. Und was wollen sie damit erreichen? Dass alle anderen lernen, mach du es auch so und es geht dir genauso. Und manche haben davor Angst. Auf mich ist geschossen worden. Ich bin abgestochen worden. Auch die Reihe meiner Feinde geht einmal im Block. Aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich etwas, für was es sich wirklich lohnt zu kämpfen. Für unsere Kinder.
Wie reagieren die, wenn du vor denen stehst, die Kinder? Wie läuft das ab, wenn du in die Schulen gehst? Wie gucken die dich an? Jetzt könnte ich dir ja versuchen, das zu erklären. Aber weißt du, es ist unheimlich schwer, dir etwas zu erklären, was mit Wort nicht zu erklären ist. Und deshalb will ich es dir nicht erklären, euch nicht erklären. Ich will es euch zeigen. Gerade in Hermannsburg am Gymnasium, hier in Niedersachsen, und wir hatten hier heute auch einen sehr wichtigen und erlebnisreichen Tag. Ja, hier sind viele, viele schlimme Worte drauf. Das ist aber nicht nur in Hermannsburg so, das ist an vielen, vielen Schulen in Deutschland so. Aber es geht darum, Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, wie gefährlich diese Veränderungen sind, wenn sie sie so benutzen. Wir müssen etwas machen, damit sie aufwachen und merken, wie wichtig es ist, füreinander einzustehen. Und hier haben wir das heute gemacht. Und aus Schülern, die sich vorher auch teilweise keinen Kopf darum gemacht haben, wie gefährlich Beleidigungen sie sind und die sich da auch dafür applaudiert haben, sind jetzt Schüler geworden, die darüber nachdenken, was sie tun. Und das ist halt wichtig, weil Lehrer und Schulleitung und viele engagierte Menschen hier etwas verändern wollten. Und wir haben was verändert. Und was wir verändert haben, besonders hier in Niedersachsen, auch für Sie, Herr Tonne, und für viele andere als Vorbild, ist, dass Schüler verstehen, wenn sich was verändert. Nicht wahr, liebe Schüler? Und das ist etwas, auf was Sie stolz sein können. Und ich bin stolz, hier das mit euch gemacht haben zu können. Und ich danke euch für euer Vertrauen, eure Offenheit und eure Menschlichkeit. Danke. Das waren jetzt rund 500 Schüler. Und wenn du das richtig machst, so sehen meine Seminare aus. 500 bis 1000 Schüler, die größte Veranstaltung mit 2800 Schülern. Und ich könnte dir von diesen Videos zig vorspielen. Und nehmen wir noch eins. Ich bin's, Carsten Stahl. Ich bin der Gründer vom Bündnis Kinderschutz und Stoppmobbing in Deutschland und Österreich. Und jetzt stehe ich hier in einer Halle in Marienberg und habe hier ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen für die Zukunft, ein Zeichen für die Kinder, für die Stadt, für Veränderung, ein Zeichen für Respekt und Toleranz. Aber nur, wenn man Menschen im Herzen berührt, ob Erwachsene und auch Kinder und Jugendliche. Nur dann kann man Veränderung herbeifügen. Mit Totschweigen, Wegsehen verändert man nichts, man verschlimmert es nur. Und was wir verändert haben, hier in Marienberg, in Sachsen, auch für Sie, Herr Piwatz, und den ganzen Landtag, wo wir im April waren, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ich kann ja viel reden. Lassen wir doch die sprechen, um die es geht, nicht wahr? Da sind sie. Da ist die Schule in Marienberg, die ein Zeichen gesetzt hat. Lasst von euch hören! Stark. Weißt du, es geht ja um die. Das sind die die Zukunft gehören. Jetzt könnte ich hier nicht. Mit Ehrlichkeit tun. Man muss es so tun, dass es ankommt. Und wie es sich anhört, wenn es ankommt, man Menschen im Herzen berührt und die Schüler verändert und ihnen Auswege aufzeigt und vor allen Dingen ein Zeichen setzt. Das kann ich euch gar nicht sagen. Das sagen euch andere. Wow. Ich war an über 250 Schulen, hatte 100.000 Schüler. Es ist immer so. So ist es immer. Und warum? Weil ich offen und ehrlich bin, weil ich sie auf Augenhöhe abhole und weil sie durch meine Offenheit und durch meine Ehrlichkeit verstehen, wie gefährlich es ist, so weiterzumachen, wie sie es tun. Und um die geht es hier. So reagieren sie immer. Und wenn ich auf den Straßen laufe, egal ob in Berlin oder in Köln, Duisburg, Frankfurt, und ich laufe durch, ist egal in welchem Bezirk, da kommen Jugendliche auf mich zu, nämlich Abi, Baba. Ja? Die kommen zu mir und sprechen mir, erzählen mir Dinge. Ich habe mehrere
aus Familienmitgliedern ins Gefängnis gebracht, weil mir Kinder anvertraut haben, dass sie missbraucht werden. Also wisst ihr, und darum geht's. Ja, und die Lehrer brauchen ja auch Unterstützung. Sie sind hilflos oft. Sie brauchen Hilfe von außen. Aber solange ein Schulleiter sagt, an meiner Schule gibt's kein Mobbing. Und das sagt nun mal ungefähr die Hälfte aller Schulleiter. Das heißt, 32.000 Schulen haben wir. 16.000 Schulen, zuständig für 5 Millionen Schüler, sagt, wir haben keine Probleme. Da wird nie was getan. Die schweigen es tot. Und warum? Weil sie von der Politik und von den verantwortlichen Schulsystemen im Stich gelassen werden und Angst haben, wenn sie was sagen, kriegen sie Druck. Und das muss man aufhebeln. Und das hebelt man nicht durch Bitte auf, sondern durch die Wahrheit. Und die ist unbequem. Und deshalb greift man den an, der die Wahrheit sagt. Hat schon Fontane gesagt. Da man ein Problem, ein Missstände nicht vertuschen kann, greift man den an, der diese Dinge sagt und diskreditiert ihn, damit man ihm nicht glaubt. Ist das jetzt die Lösung? Ist das die Lösung? Nehmen wir mal den jetzt zum Beispiel in einer Schule in Niesky. Genau die gleichen Bilder wie hier. Im Vorfeld ist die Presse dort und schreibt zum Beispiel, ja, Herr Stahl kommt an einer Schule, ist das wirklich nötig? Ist es wirklich so schlimm? Darüber schreibt sie. Jetzt kommt der Tag, an dem wir da sind mit 400 Schülern. Alle Schulen, also der Schulleiter da, Lehrer da, alle Schüler da, Polizei war noch mit dabei, weil sie sich dafür interessiert haben, andere Sozialarbeiter. Wir machen dieses. Und Niesky ist nicht wirklich eine große Stadt, also das ist schon ein Highlight, ja, wenn da jemand mit meinem Bekanntheitsgrad kommt. Presse ist übrigens auch da, Fotograf da, Presse da, sie fotografieren. Und genau das sehen sie zum Schluss. Einen Schulleiter, der oben steht, Tränen in den Augen hat und sich bei mir bedankt. Jetzt haben sie ja investiert, sie haben es ja bezahlt. Jetzt kommt keiner Zeitungsartikel und die Schule fragt nach. Nein, darüber berichten wir nicht. Aha. Im Vorfeld Scheiße schreiben, das konntet ihr. Aber hinterher jetzt schreiben, wie es war, das nicht. Weil sie den Kopf im Arsch des Systems haben. Weil man ja nicht die Missstände aufdecken möchte, nicht wahr? Sonst könnten ja andere Schulen es genauso machen, nicht wahr? Jetzt, ich kann nicht das, ich könnte Bücher darüber schreiben. Ich kann schon im Vorfeld schreiben, was passiert. Der kleine Fall mit dem Max, ein kleiner Junge mit Down-Syndrom, der an seiner Schule misshandelt und gedemütigt wurde. Ein kleiner Junge mit Down-Syndrom, den die Schulleitung in eine kleine Kiste eingesperrt hat, auf den Schulhof, vor den Schulen anderen und sich raufgesetzt hat. Wie die betroffenen Eltern sich bei uns gemeldet haben, wie wir es öffentlich gemacht haben, wie sie es versucht haben, totzuschweigen. Ich habe so viel Leid und so viel Schmerz. Jeden Tag. Ich frage mich manchmal, und viele fragen mich auch, wie ich das eigentlich verkrafte. Das weiß ich manchmal auch nicht. Aber ich denke, ich habe genug gut zu machen, dass ich das tue. Und genau dafür kämpfe ich. Und dafür hat man mich, denke ich mal, darauf vorbereitet. Und ich bin es gewohnt, attackiert zu werden. Und es gibt nichts Wichtigeres, als für die Leben von Kindern zu kämpfen, oder? Also zumindest denke ich das so. Unsere Politik sieht das anders, aber ich denke das so. Ja, warum ist die Frage? Weil du hättest auch eine ganz andere Karriere einschlagen können. Ne? Du hättest weiter in die Schauspielerei gehen können. Du hattest eine eigene Sendung mit fast 300 Folgen. Ne? Wo war der Knackpunkt, dass du gesagt hast, du... Dass meinem Sohn das passiert ist und dass ich gesehen habe, wie viele Missstände da sind. Und dann konnte ich nicht mehr weggucken. Ich will dir das ungefähr so vorstellen. Stell dir vor, du bist an einem See vorbei. Und da ist ein Boot und du siehst, wie jemand dort ertrinkt und um Hilfe ruft. Und du nimmst das Boot und fährst raus, holst ihn raus und bringst ihn an Land. Und jetzt schreit der Nächste. Lässt du den jetzt ersaufen? Du fährst wieder raus. Und immer wieder. Aber während du da draußen bist, schreien jetzt schon 10 andere, 100 andere um dich herum. Jede Stunde, jeden Tag. Während wir hier beide reden, während ihr uns zuseht, bringt sich heute ein Kind in Deutschland wegen Mobbing um. Heute werden hunderte Kinder in unserem Land missbraucht. Hunderte Kinder werden geschlagen und misshandelt. Frauen werden vergewaltigt. In unserem Land. Während wir hier beide sitzen. Deswegen habe ich das nicht weitermachen wollen und können. Und habe mich dafür entschieden. Andere hätten das nicht getan. Aber ich bin nicht andere. Ich bin ich. Und ich bleibe mir treu.
Meinst du, das kann man lernen? Kann man sich selbst treu bleiben lernen? Kannst du als Vorbild rausgehen und sagen, hey Leute, scheiß auf das Geld? Jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn richtig ist. Charakter kann man sich nicht kaufen, Charakter hat man. Es geht doch nicht darum, dass ich jetzt sage, zum Beispiel, wie viele Prominente schauen weg, haben Angst, sind unbequem. Warum kommen so wenige und unterstützen das? Weil sie Angst um ihren Ruf haben und weil sie lieber irgendwelche Schlüpper oder irgendwelche Steaks oder Autos posten und sich Halligalli zeigen. Es geht nicht darum, dass man das jeden Tag machen muss, so wie ich. Aber ist es so schwer, einmal im Monat ein Zeichen zu setzen? Für was Gutes und nicht nur für Mainstream-Themen? Ich möchte einfach nur allen bewusst machen, wie schlimm es ist. Und dass wir alle dafür Verantwortung tragen, dass es besser wird. Und was jeder tut, oder ob jemand etwas tut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich tue das, was ich für richtig halte. Tut ihr das, was ihr für richtig haltet. Aber sagt mir nicht, ihr wüsstet nichts davon, denn ihr habt es heute hier gehört. Und wenn ihr jetzt weiter wegseht, weiter schweigt, dann ist es eure Entscheidung. Es ist euer Spiegel, in den ihr gucken müsst. Ihr sollt nicht jeden Tag was machen, aber ihr könnt doch was machen. Jeder kann irgendwas tun. Lauft einfach nicht mehr vorbei, wenn jemand am Boden liegt, im Schmutz, der vielleicht Hilfe braucht. Seht einfach nicht mehr zu, wenn andere fertig gemacht werden. Kommentiert keinen Scheiß mehr, wenn andere Scheiße schreiben. Verhaltet euch wie Menschen und nicht wie Arschlöcher. Betrifft nicht alle. Schaut nicht weg und setzt Zeichen, jeder auf seine Art und Weise. Und niemand sagt, ihr sollt nicht weiter Geld verdienen. Aber denkt doch daran auch, dass es noch was Wichtiges gibt als nur dicke Autos, dicke Uhren und Halligalli. Und wenn man viel Geld verdient, kann man doch mit dem Geld auch was Gutes machen, oder? Ein großer Prominenter zum Beispiel, der wirklich, ich denke mal, mit am meisten tut, gemessen an seinem Geld und seinem Umsatz, ja? Ich glaube, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, Keanu Reeves zum Beispiel, 70% seines Vermögens gibt der anderen. Ich kenne keinen, der das tut. 70%. Ja, sehr löblich. Das muss nicht jeder so machen. Ja. Aber es gibt welche, die tun gar nichts. Die posten nichts, die schweigen und arbeiten nur für Kohle und Macht und Gier. Und manche sind sogar so, denen ist ihre Frisur wichtiger als vielleicht ein guter Podcast. Tja. Und die sagen dann, nee, möchte ich nicht, weil meine Haare satzen nicht. Sitzen nicht. So oberflächlich sind die Menschen mittlerweile schon. Ja? Mir ist das scheißegal, ob meine Haare sitzen. Mir ist das scheißegal, ob ich einen Pickel in der Fresse habe. Mir ist es wichtig, deinen Content hier mal Klartext zu nutzen für die Scheiße, die da draußen passiert. Und es ist deine Entscheidung, ob du das 1:1 so rausschickst oder nicht. Mir ist das scheißegal. In der Verantwortung bist du jetzt. Weil jetzt weißt du es. Da kann ich dich abholen, ne? Da kann ich dich beruhigen. Wir schneiden sowieso hier sehr ungern. Und ich wusste es auch schon vorher, weil wie du weißt, bin ich auch auf den Straßen unterwegs und kämpfe halt anders als du. Ja? Vielleicht nicht mit dem Druck dahinter, aber mal mindestens mit derselben Mission und mit demselben Appell. Ne? Und ich weiß, was das heißt, wenn Kinder niemanden haben. Wir wissen es, was es heißt, wenn Stimmen nicht erhört werden. Und wir wissen auch, was die Pandemie gemacht hat. Wir wissen sehr viel. Aber dafür muss man halt auch das Handy zur Seite legen, auf die Straße gehen und in der reellen Welt leben. Ne? Was du ja, finde ich, ganz gut machst, durch Social Media Bewusstsein schaffen für das echte Leben. Ja, also du nutzt eigentlich deine Präsenz, um die Leute abzuholen. Ich nutze meine Reichweite für den Kinderschutz und für die Aufklärung der Gesellschaft. Richtig. Bin ja auch wie du immer wieder auf den Straßen. Ja. Und es ist auch gut, dass es Menschen gibt wie dich, die ja da genau auch sind, so wie ich an den Schulen, wirklich direkt in der Basis bin. Ja, das ist wichtig. Und jetzt hast du ja genau diesen Zwischenschritt eigentlich nur auf einem vielleicht anderem Level, genau wie ich. Du hast einerseits die Möglichkeit, das über die sozialen Medien zu nutzen, über deinen Kanal. Gleichzeitig bist du aber auch derjenige, der da wirklich vor Ort ist. Du kannst dir das darüber nutzen. Aber, und das ist ja das Entscheidende, du führst ja hier keinen Monolog. Du hast ja immer jemanden, der dir gegenüber sitzt. Und jetzt kannst du deine eigene Arbeit oder auch dein Wissen und mein Wissen aber auch nutzen, um die dir in Zukunft hier gegenüber zu sitzen, vielleicht doch mal diese Fragen zu stellen und sie in die Pflicht zu nehmen, ob sie sich dessen überhaupt bewusst sind und was sie denn dafür tun, auch wenn diese Frage vielleicht unangenehm ist. Aber vielleicht bringst du sie zum Anstoßen, zum Nachdenken, dass sie vielleicht auch was tun. Denn manche sagen, ey Carsten,
habe ich gar nicht gewusst, dass das so schlimm ist. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nimm ich dir nicht übel. Aber jetzt weißt du es. Die Frage ist, ob du jetzt weitermachst wie vorher. Oder ob du jetzt vielleicht ab und zu mal deine Stimme erhebst. Die müssen mich nicht mögen. Ihr müsst mich nicht mögen. Ihr müsst mich auch nicht unterstützen. Aber unterstützt den Kinderschutz. Und wenn Leute immer sagen, Carsten, ich finde total gut, was du machst. Ich habe ein Like da gesessen. Tut mir einen Gefallen. Behaltet eure Likes. Das ist so, als wenn ihr mir auf die Schulter tippt. Wenn ihr wollt, dass sich etwas verändert, müsst ihr dem Ganzen Reichweite geben. Ihr müsst es teilen, weil nur so wird eine Botschaft größer. Jemand auf die Schulter klopfen, wenn es keiner sieht, hilft niemandem. Und wenn ihr richtig was wollt, macht selber was. Erhebt eure Stimmen. Setzt euch für die Kinder, setzt euch für die Gesellschaft ein. Setzt euch für die Schwachen in der Gesellschaft ein. Es sind ja nicht nur die Kinder. Es sind ja auch die alten Menschen, die extrem gelitten haben. Die, die unser Land aufgebaut haben, die im Stich gelassen werden, die teilweise Flaschenpfand sammeln müssen, wo andere nicht wissen, wohin mit der Kohle. Ist das gerecht? Aber schaut mal, die, die für Gerechtigkeit einstehen, kaum haben sie die Macht, treiben sie Kriegs voran. Wie geht denn das? Kaum haben sie die Macht, vorher hieß es, alle Atomkraftwerke ausstellen, jetzt heißt es auf immer, müssen wir weitermachen. Was ist das für eine Scheiße? Was? Kaum ist egal, du kannst immer gucken. Politiker, die haben Macht, auf einmal verändern sie sich. Vorher haben sie gesagt, nein, wir sind dagegen. Jetzt sind sie auf einmal dafür. Was ist das denn für eine heuchlerische Doppelmoral? Und denen sollen wir vertrauen? Na, ich weiß nicht. Wenn die mir sagen würden, es ist 12.30 Uhr, kicke ich fünfmal auf die Uhr. Ja, sollte man auch ja. Besser, ja, muss man wirklich sagen. Weißt du, woran du mich gerade extrem erinnert hast? Du hast auch noch Keanu Reeves genannt. Ich musste gerade so ein bisschen an die Matrix denken, ne? An den Film, kennst du mit Sicherheit. Und da gibt es auch die Szene, wo der Morpheus mit der roten und der blauen Pille da steht, ne? Und sagt, entscheide dich entweder das lebst Leben, du weiter, was, lebst du weiter oder du wachst auf. Ne? Mhm. Und du verkörperst für mich so ein bisschen den Weckruf, ja, das Telefon, was klingelt, so, und was nicht aufhören will zu klingeln. Ja, weil du halt ständig permanent durchrufst und sagst, ey, wach auf, weil ja, hier sitzen viele Leute und die einen und die anderen haben auch Reichweite, aber ich habe manchmal das Gefühl, sie sind gar nicht bereit dafür, das zu tun oder das zu erfahren überhaupt. Sie wollen in ihrer Blase bleiben. Das ist es halt, ne? So. In ihrer Matrix bleiben. Ja, eben. Sie will nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht alles nicht so ist, wie es ist. Es läuft ja für mich. Für mich läuft es ja. Ja. Ja, ich habe ja auch manchmal Eltern, die sagen, ah Stahl, also, mein Kind macht nichts, mein Kind macht nichts. Ja, wissen Sie was, Sie haben vollkommen recht. Die Susi, der Thomas, der Micha, die Manuela, die machen nichts. Die schauen weg, wenn andere Kinder beleidigt, geschlagen, ausgegrenzt werden. Sie schauen weg, weil sie Angst haben, wenn sie was sagen würden, dass sie zum Opfer werden würden. Ist es besser, wenn man wegsieht, dann macht man sich ja mitschuldig. Nur das ist so die Entschuldigung für uns alle. Es betrifft mich ja nicht. Ja, oder ist ja nicht mein Milieu. Ist ich ja habe damit nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Ich bin ja Bauarbeiter, ich bin ja Artist, genau. Ich bin Bäcker, ich bin was auch immer. Ne? So. Genau. Und mich kann das ja nicht treffen. Ja. Es trifft euch schneller, wie ihr denkt. Es kann euch, jeden von euch, eure Kinder treffen. Also immer wieder. Und immer daran denken. Mobbing zum Beispiel kann jeden treffen. Denkt an Kascha Lehnert. Es ist jetzt ein Jahr her. Am 9. Februar ist der Todestag ein Jahr her. Sie hat sich umgebracht. Eine bildschöne, junge, erfolgreiche Frau, die sich einfach nur in den falschen Menschen verliebt hat, der sie nicht nur ausgebeutet hat, ihre Liebe meine ich damit, sondern als er mit ihr fertig war, sie loswerden wollte und sie mundtot machen wollte. Und das, was dann losgetreten wurde, hat sie in den Tod getrieben. Ist das ein Ehrenmann? Nee, das ist ehrenlos. Und alle haben dann geschwiegen. Als sie tot war, hat keiner mehr darüber geredet. Vorher hat man sie durch den Dreck gezogen, in allen Medien sie als polnische Schlampe hingestellt, die nur die Kohle eines Fußballers namens Boateng wollte, ja? Und das habe ich nicht auf mir sitzen lassen und schon gar nicht auf dieser Familie. Und ich mache das nicht nur, um diesen einen Moment zu haben, sondern ich mache das, weil es jemand tun muss. Das hat mir ihre Mama gestern geschrieben. Das ist die Mutter von Kascha. Lese diese Zeilen.
Wow. Lese es ihr vor. Darf ich das hier vorlesen? Ja? Diesen Text. Ja. Das geht unter die Haut. Du hast keine Ahnung, wie das hilft. Mir persönlich, da ich mich als ein Versager sehe und betrachte und nie meine Schuldgefühle loswerde. Nie. Ich stehe dieser Mutter bei, dieser Familie bei. Sie ist nicht die, die Schuld haben muss. Es ist die Gesellschaft, die Schuld haben muss. Und dieser Familie leidet? Und der macht Party? Und schmeißt mit Kohle um sich? Beschämend ist das. Absolut beschämend. Und wer steht der Familie bei? Soll ich euch was sagen? Man wollte in einem Fernsehsender über sie berichten, ein Jahr danach. Dann hat man Freunde befragt. Und weil den Fernsehsender nicht gepasst hat, was die gesagt haben, haben sie das Interview nicht gezeigt. Ihr seid das Letzte. Aber immerhin, darüber müssen wir reden. Mir geht's nicht um den Moment, sondern mir geht's darum, was zu verändern. Und wenn ich mich damit mit allen anlegen muss, ist mir das egal. Mich müssen nicht alle mögen. Es reicht vollkommen, wenn es die Richtigen tun. Und ich bin nur zwei Menschen gegenüber verpflichtet. Meinen beiden Kindern. Und ich will, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass meine Kinder nicht darauf stolz sind, weil ich viel Geld hinterlassen habe, sondern dass meine Kinder immer eins sagen können. Papa hat nicht weggesehen. Papa hat nicht mitgemacht. Und Papa hat nicht geschwiegen. Und das werde ich nicht. Weil Menschen schweigen, weil Menschen wegsehen, ist dieser ganze Dreck auf dieser Welt möglich. Das ist ja Solidarität. Ja, das ist ja echte Solidarität. Echte, ja. Nicht die vorgefertigte, die man anderen in den Kopf bringt, damit sie andere attackieren und ausgrenzen. Hm. Ich meine, was in Russland jetzt passiert, in der Ukraine passiert, ist schlimm. Aber was haben dafür die Kinder jetzt in den Schulen zu tun, die russischer Herkunft sind? Die werden jetzt ausgegrenzt, gemobbt, durch den Dreck gezogen? Was haben unsere Mitbürger hier zu tun, die hier leben? Sind die, wer sagt denn, dass die alle damit einverstanden sind? Aber jetzt wird mit dem Finger auf den gezeigt? Was ist das denn? Wieder, weil die Politik oder es so vorgibt, die Medien so schreiben. Seid ihr wahnsinnig? Wir sind Menschen. Wann benutzen wir unser Herz und unser Verstand? Und übrigens, was viele anscheinend vergessen, es gibt viele russische Mitbürger, die in Deutschland leben, besonders in Berlin. Die haben jüdischen Glaubens. Was ist das denn auf einmal? Wie wollt ihr das denn wieder mit eurem Antisemitismus übereinbringen? Oder grenzt ihr das dann aus? Aber das ist nicht nur da so. Das ist ja auch mit anderen Konflikten und Kriegen so. Ach nee, die sind ja weit, weit weg. Die sind ja nicht so wichtig. Und wer zieht hier eigentlich die Fäden? Ein Herr Scholz, ja? Am Arsch. Hier geht es um weit mehr. Aber das geht zu weit. Hier geht es um die Würde des Menschen, um Menschlichkeit. Und wenn wir die erleben würden, würde sowas gar nicht passieren. Weil es immer nur um Macht und Geldgier geht. Das ist traurig. Wir brauchen Geld zum Leben. Und es ist auch okay, sich um ein paar schöne Dinge zu gönnen. Aber wenn manche Menschen so viel haben und manche nicht zu essen oder kein Dach über dem Kopf, dann stimmt was nicht. Und wenn Politiker 20, 30, 40.000 Euro im Monat verdienen, aber Bürger in unserem Land hungern, dann haben diese Menschen nicht das Recht, dieses Land zu führen. Menschen, die noch nicht mal wissen, was ein Liter Milch kostet, die noch teilweise noch nie gearbeitet haben, noch nie was bewegt haben, die vom Studium direkt dahin fallen und vorher von Mami und Papi ernährt wurden. Die wollen uns was darüber sagen. Teilweise welche, die ihre Lebensläufe gefälscht haben, die Doktortitel erlogen haben, ja? Aber mich kritisieren wegen meiner Vergangenheit? Liebe Politik, wenn ihr mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen drei Finger und besonders der Mittelfinger auf euch selbst. Ich glaube, lach mich tot. Aber wir hatten mal gute Politiker. Aber wer geht denn heute noch in die Politik? Die Menschen, die wirklich was auf dem Kasten haben, die gehen in die Politik. Die werden ja bekloppt. Dass man in die Politik gegangen ist, weil es einem wichtig war.
Die Zeiten sind lange vorbei. Hier geht es bloß noch um Interessengemeinschaften. Und was sagte ein Herr Spahn? In der Politik geht es nicht um Wahrheiten. In der Politik geht es ums Abwägen. Abwägen, ob es der Politik nutzt oder nicht. Und was sagt ein Herr Lauterbach? In der Politik führt die Wahrheit oft zum politischen Tod. Na, ist ja interessant. Macht einen ja Mut, wa? Wenn die Wahrheit in der Politik ohne Bedeutung ist. Also für mich sollte die Wahrheit in der Politik eine der obersten Prioritäten haben. Aber wahrscheinlich erwarte ich da zu viel von der Augsburger Puppenkiste. Im Leben eigentlich, oder? Eigentlich im Leben. Aber weißt du, dass Menschen Fehler machen, auch mal Notlügen, das ist ja, warum kommst du zu spät, da fängt es schon an, ja. Aber wenn man natürlich bei so fundamentalen Sachen, die ein Land regieren und lenken, da sollte man also ganz sicher sein. Also das muss eigentlich ein Kodex sein. Aber andererseits sollte man ja auch denken, wenn man in eine Kirche geht, dass da keine Menschen sind, die irgendwelche Kinder missbraucht haben. Und sowas gibt es ja auch. Und wenn dann man mitbekommt, dass der ein oder andere ganz groß in der Kirche von bestimmten Dingen wusste und gelogen hat, dann ist das schon komisch, nicht wahr? Sehr komisch. Und wenn ein Christoph Metzelder Kinderpornografie an unter 10-Jährigen Vergewaltigungsvideos hatte, und kurz davor war ein ganz hohes Tier beim DFB zu werden, dann hätte ich nicht erwartet, sondern verlangt, dass die Fußballnationalmannschaft auch ein Zeichen für den Schutz der Kinder tut. Und nicht nur gegen Homophobie und gegen Rassismus. Ach, ich vergaß. Die Interessen sind ja anders. Gibt es vielleicht einen Funktionär oder einen Sponsor, der vielleicht auch? Ich hätte es erwartet von Manuel Neuer. Aber da ist ja nicht der Mainstream dabei. Und wenn ich dann manche höre, aber was hat Manuel Neuer denn mit dem Kinderschutz zu tun? Verdammte Scheiße, wer kauft denn seine Klamotten? Seine T-Shirts? Durch wen hat er denn die Millionen? Wer besucht denn die Stadien? Da sind doch wohl Kinder dabei und Jugendliche, oder? Wer kauft denn die Produkte, für die man Werbung macht? Wo man sich irgendwelche Brote schmierte mit irgendeinem Scheiß. Eure Zielgruppe. Und diese Zielgruppe wird Opfer von Mobbing, von Gewalt, von Missbrauch. Es ist eure Verantwortung. Übernimmt sie endlich. Seid Männer, Mann. Mit Charakter. Und keine Abziehbilder und Marionetten. War zu deutlich, oder? Ich kann nicht anders. Ist angekommen, nehme ich an, ne? Ihr könnt es ja mal unter die Kommentare schreiben, was ihr zu dem ganzen Kram denkt. Ah ja, ne? Wie gesagt, die Matrix ist da. Das ist nicht so einfach, ne? Vor allem, was du halt auch machst, ist, du lebst ja ein sehr extrem, du lebst es ja sehr extrem aus, ne? Weil ständig sehr laut hinter einer Sache her zu sein, ist extrem. Ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist. Ich sage nur, dass es extrem ist, ne? Bist du im Privaten auch so? Kannst du noch genießen? Kannst du, wie lebst du? Wie bist du persönlich? Bist du auch da sehr extrem und lebst deine Dinge so aus? Oder ist es wirklich nur das Thema, was dich halt einfach sehr anstrengt? Manchmal ist auch krass und kannst du auch lachen. Natürlich kann ich auch lachen. Kann auch ein ganz lustiger Mensch sein. Du hast ja Videos mit mir und Mäus gesehen. Ich bin ja nicht immer so. Aber das Problem ist halt, ich meine, wie würdet ihr sein, wenn ihr Kinder, wenn ihr von Zehntausenden von Kindern wisst, die missbraucht werden, Kinder, die missbraucht und getötet werden, auf Beerdigung wert, dann verliert ihr ein bisschen bei diesem Thema einfach das Lachen. Da gibt es nämlich nicht zu lachen. Und ich finde es auch nicht lustig, dass Menschen das wissen und wegsehen und gezielt schweigen, nur weil es unbequem ist. Oder ich finde es gar nicht lustig, wenn politische Parteien, die heute in der Führung sind, gegen Gesetze stimmen oder sich der Stimme enthalten, was das Gleiche bedeutet. Aber wenn wir über lustige Sachen sprechen, dann lache ich auch mal. Ich gucke gerne auch mal einen Film, wenn ich die Zeit habe. Ich genieße auch Momente. Ja, sicherlich. Ich habe auch eine andere Seite. Aber wenn du mich hier auf mein Thema ansprichst, dann habe ich es nun mal dieses Thema so. Ich trete vehement für den Kinderschutz ein, weil die Kinder Schutz brauchen, weil die Kinder eine Stimme brauchen. Die gebe ich ihnen. Und ich bin nun mal etwas lauter und direkter, weil ich die Menschen mit diesem Thema einfach konfrontieren muss, damit sie es wissen. Damit sie nicht hinterher sagen können, ich habe es nicht gewusst. Sie können erzählen, der erzählt Scheiße. Nein, könnt ihr doch mal nachlesen. Dann werdet ihr sehen, dass ich keine Scheiße erzähle. Aber dafür müsstet ihr euch ja erstmal damit befassen. Und damit hätten wir ja schon mal einen Erfolg.
Aber wenn wir über lustige Dinge sagen, sprechen, dann bin ich auch jemand, der das Leben auch genießt, sofern es möglich ist. Ja, ich werde 50 Jahre, also so viel Zeit bleibt mir ja nicht mehr. Also muss ich auch anfangen zu genießen. Ja, und ich bin Skorpion. Skorpion ist ein leidenschaftlicher Mensch. Ich genieße alles leidenschaftlich. Das könnt ihr mir glauben. Es gibt schöne Dinge im Leben. Aber mein Beruf oder meine Bestimmung ist es, Kinder zu schützen und der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und hoffentlich dabei etwas zu verändern. Oder der Politik auch mal in den Arsch zu treten. Ja? Aber schaut doch mal im Moment, was das hier gerade passiert. Ich meine, ihr habt auf der einen Seite, ihr habt einen Arsch. Auf der einen Seite ist die linke Arschbacke. Nee, anders. Die linke Seite ist scheißegal. Das sind zwei Arschbacken. Die eine Arschbacke ist Amerika und die andere Arschbacke ist Russland. Und wir sind dann auch genau in der Mitte. Wir sind nämlich das Arschloch. Aber wenn die beide die Arschbacken zusammenkneifen, dann war es das. Dann wird's eng. Ja, das wird dann sehr schmerzhaft. Ja. Ja? Also, welche Position haben wir denn hier? Ja? 100 Milliarden. Klingt ja erstmal viel. Habt ihr eine Ahnung, was ein Eurofighter kostet? 80 Millionen oder mehr? Habt ihr Ahnung, wie viel so ein Riesenschlachtschiff kostet? Und jetzt mal alle, das ist Metall. Metall kann sinken und Metall kann abstürzen. Und was glaubt ihr, wenn jemand auf einen Knopf drückt und da eine Bombe zündet, die so die tausendmal mehr Sprengkraft hat als die Hiroshima-Bombe? Was glaubt ihr, was eure Flugzeuge dann machen? Oder eure Boote? Die werden zerfetzt. Also spielt nicht mit dem Feuer, sondern kämpft für Frieden und forciert es nicht. Egal wo auf der Welt. Und das wollte ich auch nochmal vergessen. Nicht nur um diese Konfliktzonen reden und einsetzen, sondern dann bitte überall. Gerade wenn es um Reichweiten geht, ne? Ich glaube, was dich auch triggert, sind klar Menschen, die so ihr gewünschtes Leben nachgehen. Da schaffst du für Bewusstsein, sagst, hey, morgen kann dein erster Tag sein, gib Gas, mach was. Aber gerade Leute, die extreme Reichweite genießen, ne? Ich glaube, das ist auch so ein Triggerpoint für dich, wo du sagst, ey, Junge, dir hören 500.000 Menschen zu, 1.000... Reichweite bedeutet Verantwortung. Ja. Bekanntheit, Person des öffentlichen Lebens, bedeutet auch Verantwortung. Ich trage eine Verantwortung. Mhm. Und ich versuche, meine Verantwortung zu nutzen oder weiterzugeben, indem ich über ein Thema spreche, über dem manche nicht sprechen würden. Ja, und auch gerecht zu werden, ne? Genau, also das ist ja auch eine Frage des Charakters, ob man das tut. Wenn aber jemand eine Reichweite hat und sie nicht nutzt, sondern nur für Tritratralala und guck mal hier, das kannst du kaufen, das kannst du kaufen. Ich sage nicht per se, das sollt ihr gar nicht tun, aber ihr könnt es auch für was Positives tun. Könnt ihr nicht wenigstens einmal im Monat einen Kontext machen? Ich stelle, guck mal, gar nicht, kann man sogar richtig gut verkaufen. Pass mal auf. Hallo, ich bin's die. Aber heute kann ich nicht lachen, weil ich heute erfahren habe, wie viele Kinder in unserem Land Opfer von Missbrauch werden. Und deshalb möchte ich heute meine Botschaft abgeben an euch alle. Wir müssen etwas verändern und wir müssen unsere Kinder schützen. Und darum bitte ich euch. Wisst du, ich schwöre euch allen, dieses Video hätte mehr Reichweite als alle anderen zusammen, wenn sie das tun würden. Aber meistens wird ihnen vorgeschrieben, was sie zu sagen haben. Oder sie haben Angst vor diesem Mut. Und deswegen sage ich immer, hört nicht auf eure Geldbörse. Hört nicht auf euren Kontostand. Hört auf euer Herz. Denn euer Herz sagt euch eigentlich, wenn ihr eins habt, was ihr zu tun habt. Ein Post pro Monat. Ach Mann, ein Post alle halbe Jahre, ist das so schwer? Ich glaube nicht. Und ihr schuldet es der Gesellschaft und den Kindern und Jugendlichen, die zu euch aufschauen und eure Produkte konsumieren und euch bejubeln und beklatschen. Denn die sind die, die leiden. Ja, und gerade wenn du überlegst, dass teilweise 10 Menschen in der Öffentlichkeit Reichweiten haben, ja, die über die Millionen gehen, ja. Du bräuchtest die 10 berühmtesten Rapper im Land auffordern, gleichzeitig eine Story zu posten oder einen Beitrag zu posten. Habe ich doch schon oft genug gemacht. Ja. Guck mal, ich mach's jetzt wieder. Ja. Kapi, meine Tochter kauft sogar deine Pizza. Das heißt, ich bezahle sogar dafür, dass du mehr Geld hast. Warum? Du bist Vater. Warum
Machst du nicht mal was für den Kinderschutz? Machst einen Song für den Kinderschutz? Du kannst mich anrufen, du kannst aber auch andere anrufen, aber warum tust du nichts? Ist dein Management so einflussreich, dass du nicht auch mal ein Statement machen kannst für den Kinderschutz? Bei den Dingen, die du ja schon von mir gehört hast oder andere dir schon gesagt haben? Ich habe dich schon 2-3 Mal angesprochen. Gilt nicht nur für ihn, was ist mit Shirin David? Du machst da irgendwelche Blubberwasser und verdienst damit einen Haufen Geld. Und ja, kannst du mit deinem ganzen Körper shaken, kannst du machen, aber da draußen sind Kinder, die dich bewundern, die übrigens Opfer von Missbrauch werden. Warum wird da nicht mal was gemacht? Das sind jetzt nur 2, ich könnte jetzt zig sagen. Warum stellt sich nicht endlich mal einer hin und macht mal ein Konzert in Deutschland für den Kinderschutz? Ob es ein Rapper ist oder sonst wer. Macht keiner, warum nicht? Warum übernimmt ihr keine Verantwortung? Weil es nicht auf der Liste steht? Weil es euer Management euch verbietet? Wer bestimmt über euer Leben? Euer Management oder ihr? Ich muss in den Spiegel gucken können. Und deshalb mache ich das. Ob ihr in den Spiegel gucken könnt, müsst ihr entscheiden. Aber ihr habt Verantwortung. Für die, die euch bewundern. Und wenn ihr dieser Verantwortung nicht gerecht werdet, dann habt ihr eigentlich auch diesen Ruhm nicht verdient. Denn mit Ruhm bekommt man auch Verantwortung. Und Ehre hat das damit zu tun, ob man seiner Verantwortung gerecht wird. Ist meine Meinung. Ja, du sprichst wie ein gestandener Mann, was soll ich dir sagen? Ne? Das ist also, ja, ist so. Ist so. Ich denke mir so, jetzt ein Carpi zum Beispiel, ich versuche mich mal da rein zu denken, ne? Jetzt hat der eine Reichweite und jetzt kommt ein Carsten Stahl und 10 andere und sagen, ey, bitte sag wegen Rassismus, bitte sag wegen Kinderschutz, bitte sag wegen dem Land, bitte sag wegen dem Problem. Könnte sein, dass der dann allgemein sagt, boah, kann ich nicht gerecht werden, bin kein politisches Medium, ich sage einfach zu gar nichts, irgendwas, weißt du? Ist natürlich nicht richtig, ne? Weil der hat so eine Reichweite, die muss genutzt werden. Das könnte sein. Okay, dann ja. sag ich was anderes. Nur, ich kann, nur ich, als Beispiel. Ich kann das nachvollziehen. Ja. Aber dann würde ich mich als Kappi hinsetzen, als ja erwachsener Mann, und würde mich hinstellen müssen und sagen, also, der kommt wegen Rassismus, der kommt wegen Homophobie, der kommt deshalb, deshalb, deshalb. Über Homophobie, über Rassismus, über Antisemitismus, über das wird alles jeden Tag immer wieder berichtet. Aber der Kinderschutz wird verschwiegen. Ich bin selber Vater. Wäre es nicht wichtig, dass man dieses Thema vielleicht auch mal, weil die anderen werden ja regelmäßig auf Demos und politisch unterstützt, wäre nicht vielleicht das mal ein Thema, wo ich mal den Mund aufmachen kann? Oder er nur sagt, ob ich oder andere, weißt du, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber lass uns beide darüber reden und du sagst es denen, die mir zuhören. Du machst hier nämlich auch nichts anderes. Du gibst mir die Möglichkeit, zu deiner Community zu sprechen. Und das macht dich, was den Kinderschutz betrifft, nicht nur auch das, was du jeden Tag selber für die Kinder tust, zu einem Ehrenmann. Die Frage ist, ist jemand auch ein Ehrenmann, der bewusst schweigt, obwohl er reden könnte? Ist es seine Pflicht? Oh ja. Denn wer durch Kindergeld verdient und die Position erlangt hat, durch Kinder und Jugendliche mit, die er innehat, trägt auch eine Verantwortung dafür, dass diese Kinder und Jugendlichen geschützt werden. Genau deshalb tue ich das, weil ich ein Vorbild für Millionen von Menschen und ganz besonders für Kinder bin und Jugendliche. Und ob ich ein Ehrenmann bin oder nicht, müsst ihr entscheiden. Ich weiß bloß eins. Ich bin niemand, der wegsieht und niemand, der schweigt. Ja, und eigentlich bist du ja genau richtig hier, denn wir wissen ja, dass Hip-Hop oder zumindest Rap mit die größte Jugendkultur in diesem Land ist, ne? Wenn du auf die Straßen gehst oder ins Jugendzentrum und lauschst, was die Kinder hören, dann ist es nun mal Rap. Die wenigsten hören Techno oder Rock oder Pop oder sonst was, ja? Die meisten hören Rap. Und da müsste halt eine Brücke zwischen politischen und gesellschaftlichen Themen
und den Konsumenten geschlagen werden. Das könnten natürlich sogar Rapper sein. Was machst du gerade? Du bist so eine Brücke. Genauso wie Mois so eine Brücke war. Genauso wie Boogie und Bilas so eine Brücke war. Denn dadurch bekomme ich ja erst auch die Möglichkeit. Den Kindern ist das vielleicht bewusst, aber sie hören euch und nicht unbedingt vielleicht mich. Aber durch unsere Kombination, durch deine Brücke, durch deren Brücke, bekomme ich die Möglichkeit dazu zu sprechen. Und wenn vielleicht ein Kapi, eine Shirin oder auch viele andere das jetzt hören und sagen, er hat ja eigentlich recht, dann schlägst du oder die anderen eine Brücke zu denen, wo ich oder andere dann sprechen können zu diesem Thema. Ja. Mit jedem Versuch. Ich verstehe die Ängste. Ich verstehe auch diesen Zwiespalt. Aber wie viele Kinder müssen noch missbraucht werden, misshandelt werden, getötet werden oder sich selbst das Leben nehmen, bevor ein Kapi, bevor eine Shirin und alle anderen berühmten Rapper oder Sportler oder Musiker, egal wer, Politiker endlich verstehen, dass nicht sie alleine die sind, um die es geht, sondern dass die Zukunft unseres Landes in den Leben und der Seelen der Kinder sind, die gerade und ganz besonders durch die Pandemie extrem gelitten haben. Also hey, wenn ihr wollt, dass ihr was sich verändert, dann lasst uns was verändern. Ruft mich an, ruft dich an, ruft mich an. Geht hin, öffnet euer Herz und schützt die Kinder. Das gilt übrigens auch für alle von euch. Ja. Und wenn es nicht direkt geht, baut Brücken. Ne? So wie wir es gerade gut erklärt bekommen haben. Ja, ich finde faszinierend, was du sagst und wie du es sprichst, weil es halt auch richtig ist. Die Welt ist eine grausame. Heute sprechen wir über Kinderschutz, morgen sprechen wir wieder über was anderes, so wie wir gestern über Corona gesprochen haben und heute über Krieg. Das ist natürlich auch, dahinter steckt irgendwo eine meinungsbildende Instanz. Du wirst aggressiver nennen, ne? Du wirst vielleicht sagen, hey, das ist, also so nehme ich dich wahr, eher manipulierter oder vorausgesetzt oder hast vorhin gesagt, die Politik. Na, es wird schon stark auch genutzt zu bestimmten Zwecken. Und dann ist doch klar, wenn manche Leute etwas vorgeben, dann manipulieren sie ja auch eine gewisse Meinung und geben das vor. Was natürlich auch die Gefahr beinhaltet, dass Menschen über einen Kamm geschert werden und Menschen ausgegrenzt werden als so und so oder jetzt. Es ist unfassbar. Denkst du, Politik regiert Meinungsmache oder Meinungsmache regieren Politik oder ist da noch eine dritte Komponente mit Geldgebern, Lobbyisten etc.? Was denkst du, wie das funktioniert? Also grundsätzlich ist es, ich glaube, das fügt sich immer so ein bisschen alles ineinander. Ja, das kommt immer darauf an, es gibt doch mal mehr die es vorantreiben. Aber wisst ihr, das alles ist doch nur möglich, weil die Gesellschaft es zulässt. Die Gesellschaft konsumiert doch die Medien. Die Gesellschaft wählt doch diese Politik. Die Gesellschaft lässt zu, dass irgendwelche Lobbyisten das können. Wenn die Gesellschaft das nicht zulassen würde oder einschränken würde, wenn ihr mich fragen würdet, wenn ich jetzt in Deutschland etwas politisch verändern würde, wisst ihr, was ich als erstes machen würde? Ich würde die Macht den Bürgern geben, mit Volksentscheiden. Denn dann entscheiden die Bürger über die wirklich wichtigen Dinge in unserem Land. Natürlich kannst du nicht alles, es gibt dann immer so bestimmte Themen, die machen die, aber die richtigen Entscheidungen entscheiden die Bürger. Die sagen, ob wir das und das brauchen. So macht es ja die Schweiz auch. Nein, das ist, wir in Deutschland machen sowas nicht. Die Bürger sind ja nicht mündig. Und wie das abläuft, sage ich dir mal in Berlin, in dieser Hauptstadt, in der du lebst. Wir haben hier mit politischen Kräften erfragen wollen, wie die Gewalt- und Mobbingzahlen an den Schulen in Berlin sind. Und haben eine Anfrage gestellt mit Berliner Abgeordneten. Und weißt du, was die Antwort war des Berliner Senats? Diese Zahlen sind unter Verschlusssache. Der Bürger in Berlin darf nicht erfahren, wie diese Zahlen sind. Unter Verschlusssache wird etwas gestellt, was dem Ansehen des Landes Berlin schaden kann. Ein Land, was Kriege überlebt hat. Der einzige Menschen, denen es schaden könnte, wäre die Politik in Berlin. Menschen werden also entmündigt. Die es angeht, die wissen müssen, an welcher Schule ist mein Kind sicher, die werden entmündigt, die dürfen das nicht erfahren. Aber mich wundert in Berlin gar nichts. In einer Stadt, wo von 1974 bis 2004 durch die Unterstützung der Jugendämter und Verantwortlicher im Berliner Senat 30 Jahre lang Kinder in die Hände von Pädophilen gegeben wurden im Kentler-Experiment. 30 Jahre lang
hat das Jugendamt und Verantwortliche in der Berliner Politik von damals, und manche sind ja heute noch da drin oder zumindest in Positionen, Kinder, die auf der Straße gelebt haben oder aus schwierigen Verhältnissen kamen, in die Hände von Pädophilen gegeben, weil sie da so beschützt und gehütet wurden. Damit hat man zwei Probleme geschafft, abgeschafft. Man hat die Kinder aus den Familien genommen und die Kinder von der Straße geholt. Und was die Pädophilen mit den Kindern gemacht haben, das könnt ihr euch wohl ganz klar vorstellen. Und bis heute ist das nicht aufgearbeitet. Bis heute verschweigt der Berliner Senat, wer die Drahtzieher waren. Unter Verschlusssache ist gestellt worden. Bis heute sind die Opfer nicht entschädigt worden. Das ist unsere Politik. Sehr vertrauenswürdig, nicht wahr? Und wenn du es dann ansprichst und öffentlich machst, sorgen die Medien dazu, dass es kaum verbreitet wird. Ja, und dann sollte man mal gucken, welche Leute in welchen Aufsichtsräten von irgendwelchen Zeitungen sitzen oder Verlagen sitzen. Und das sind keine Theorien. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und weißt du, warum mich das so triggert? Weil ich ein Junge war, der zwischen 11 und 16 extrem abgerutscht ist. Und ich verdanke es meiner Mutter, dass ich nicht vom Jugendamt weggeholt wurde und in eine andere Familie oder in eine andere schutzbefohlenen Landschaft gegeben wurde. Ich bin 1972 geboren. Ich wäre genau in dieses Kenter-Experiment hineingerutscht. Also hätte ich Opfer von Missbrauch werden können, als ich 11, 12, 13 Jahre alt war. Glaubt ihr dann, ich würde hier so sitzen? Man hätte mich zerstört. Missbrauch an einem Kind ist der Mord an seiner Seele. Missbrauch ist mit das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Und das wurde in unserem Berliner Senat gefördert, ja? 30 Jahre lang. Und heute werden die geschützt und unter Verschlusssache gestellt, die dafür die Verantwortung tragen, ja? Die kriegen es weiter, ihre Bezüge, Rente oder Pensionen, ja? Ja, das widert mich an. Wir reden hier bis 2004, ihr könnt euch sicher sein, dass die, die heute in Berlin das Sagen haben, 2004 schon in den Parteien waren, sie wissen und könnten ersehen, wer diejenigen sind. Und trotzdem arbeiten sie es nicht lückenlos auf. Und bis heute sind keine Entschädigungen gezahlt worden. Aber ich bin hier die Gefahr, ja? Das sind keine Scheiße, die könnt ihr googeln. Googelt Kentler-Experiment. Kentler, K-E-N-T-L-E-R. Das hat er übrigens nicht nur in Berlin gemacht. Das hat er über ganz Deutschland verbreitet, aber vor allen Dingen in Berlin. Das war ein Professor, so und so, ein ausgezeichneter Typ, der, oh ja, der hatte gute Ideen. War selber pädophil, hat Kinder missbraucht. Ja. Ich sagte ja, Deutschland ist eins der kinderfeindlichsten Länder in Europa. Italien mag ja in vielerlei Hinsicht ärmer oder schwächer sein als Deutschland. Aber im Kinderschutz können wir denen nicht das Wasser reichen. Da kommen noch andere Länder dazu. Wir sind erbärmlich, was Kinderschutz betrifft. Hast du dich mit Pädophilie besonders auseinandergesetzt? Du musst es ja mal unterscheiden. Es gibt ja Pädophilie und Hepophilie. Also das eine sind ja die, die wirklich Kinder sind vom Säuglingsalter an, und das andere sind ja die, die jugendlich aussehen, also anfangen langsam schon einen erwachsenen Körper zu bekommen. Du musst doch immer wieder bedenken, also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man das hört, Pädophilie, man muss den Unterschied immer sehen. Es gibt ja die, die Kinder missbrauchen, die für mich Monster sind, Kinderschänder sind, und die, die diese Krankheit haben und das auch wissen
und die das loswerden wollen, die Hilfe wollen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass auch dort, und da versagt ja die Politik auch, weil es kaum Anlaufstellen gibt und kaum finanzielle Unterstützung, dass es viel zu wenige Projekte gibt, nicht zum Täter werden. Denn wenn jemand das spürt und es Hilfe will, dann kriegt er ja teilweise die gar nicht. So, und das muss man halt wirklich wissen. Aber die Kinder, die sich nicht helfen lassen und auch nichts dagegen tun, sondern Kinder dann wirklich attackieren, missbrauchen, die haben jedes Recht auf Menschlichkeit und Toleranz verloren in meinen Augen. Die müssen weggesperrt werden und für lange Zeit. Und wer dann oft noch eine Verschleierungstat gemacht hat, das Kind umgebracht hat, muss für immer weggesperrt werden mit Sicherheitsverwahrung. Ja, aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, wenn jemand sagt, ich bin pädophil und ich brauche Hilfe, dann muss man dem helfen. Ja, aber was ich habe ja auch so eine Talks schon mit Pädophilen gemacht, ja, die dann sagen, ja, ich bin pädophil, aber ich habe kein Kind missbraucht. Und dann sage ich, okay, aber wie, und jetzt kommen wir immer zu dem Schneidepunkt, wie stillst du denn deinen Trieb? Du hast ja deinen Trieb. Du sagst, du missbrauchst kein Kind. Da bin ich dir sehr dankbar für. Sonst würde ich auch hier nicht sitzen. Aber wie stillst du deinen Trieb? Den kann er ja nur durch Selbstbefriedigung stillen, nicht wahr? Und jeder, der schon mal Selbstbefriedigung gemacht hat, und das habt ihr alle, du inklusive, weiß, dafür braucht man ja ein bisschen etwas für die Synapsen, für Stimulation, nicht wahr? Und da gibt es natürlich Seiten, Vorlagen. Und was nimmt ein Pädophiler? Kinderpornografie. Und damit macht er sich nicht nur strafbar, sondern fördert Missbrauch dort, wo Kinder missbraucht werden, für seine Wichsvorlage. Jetzt hast du geklingelt, ne? Ja, Carsten. Also, wo waren wir? Ja, Pädophile sind ja nicht gleich Kinderschänder, aber es ist natürlich so, sie konsumieren oft, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es eigentlich fast jeder von ihnen tut, Kinderpornografie. Ja. Und in dem Moment fördern sie ja den Kindesmissbrauch woanders. Denn dafür gibt es ja eine richtige, wenn du so willst, eine richtige Branche, die das ja herstellt. Es gibt ja Server, die ja auch immer wieder zum Glück auch durch die Polizei viele gefunden werden, wo Millionen von Videos oder Bilder drauf sind, ja. Und deswegen sage ich auch immer zu den Eltern, seid vorsichtig mit der Verbreitung von Videos eurer Kinder im Netz oder von Kinderbildern, weil die oft auch benutzt werden, landen auf kinderpädophilen Foren, ja. Ist unheimlich gefährlich, das zu unterschätzen. Also, aber grundsätzlich ist es halt so, jemand, der pädophil ist und Hilfe braucht, dem muss man auch helfen. Aber auch dort kein Geld da. Aber kaum gibt es einen Krieg, sind 100 Milliarden da. Aber was sind denn schon 10.000 Kinder, die jedes Jahr missbraucht werden? Ist doch scheißegal. Wen interessiert denn das? Einen Herrn Scholz doch nicht. Was hat Herr Scholz denn schon in seiner Laufbahn für den Kinderschutz getan? Nichts. Also nicht, was mir was bewusst wurde. Oder Frau Baerböck, wenn sie denn so heißt. Ja? Oder Herr Habeck. Oder Herr Lindner, was haben die denn getan? Ach nee, zwei Parteien davon haben sogar gegen die Kinderschutzgesetz. Ach, nicht dagegen. Sie haben sich der Stimme enthalten, nicht wahr? Ich kenne viele gute Politiker. Die kommen auch nicht viel weiter, weil sie halt auch kritisch sind. Wer kritisch ist in der Politik, wird auch unterdrückt, kommt nicht weiter. Die zu allem Ja und Amen sagen, die auf politischen Kurs der Partei sind, die werden gefördert. Das sagt auch einiges aus, oder? Ja, ich bin aber, ich glaube, man nennt das Aktivist, Kinderschützer. Mir geht es nicht um politische Interessen. Ich habe mich zwar in Berlin auch zur Wahl gestellt, einfach nur um das Thema nach vorne zu bringen und denen zu zeigen, hey, das kann auch jeder von uns machen. Ja, und dann habe ich ein paar Wochen vor der Wahl entschieden. Ich habe nicht mal Vorbereitung dazu gemacht. Wenn man jetzt mal überlegt, wenn man das rechtzeitig zur nächsten Wahl macht, stell dich mal vor, es gäbe eine Partei für den Kinderschutz oder für die unbequemen Themen in unserer Gesellschaft. Es gibt bestimmt viele, die das interessiert. Aber mir geht es nicht um politische Macht. Mir geht es einfach nur darum, etwas zu verändern in unserer Gesellschaft. Zum Schutz der Kinder, aber auch zum Schutz von Schwachen. Wie kann es denn sein, dass in unserem reichen Land alte Menschen, die unser Land aufgebaut haben, alte Ware oder abgelaufene Lebensmittel aus dem Mülleimer klauen?
klauen, muss man schon sagen, weil das ist eine Straftat. Und müsst ihr euch mal vorstellen, sowas wird sogar bestraft. Oder wie kann es sein, dass sie Flaschenpfand sammeln müssen? In so einer reichen Gesellschaft, ja? Wie kann es sein, dass Kinder in unserem Land immer noch hungern? Ja, natürlich sagen die, nein, das muss keiner in unserem Land hungern. Wir zahlen doch den Eltern Geldförderung. Und wer kontrolliert, dass das Geld auch bei den Kindern ankommt und nicht irgendwie im Suff landet oder sonst wo? Wie viele Kinder haben nicht mal warme Wintersachen? Mann, ich unterstütze Projekte. Da sind engagierte Bürger, hier zum Beispiel in Erfurt, von was ich gerade rede, die schmieren jeden Tag 200, 300 Kinderpausenbrote, um Kindern an Schulen Pausenbrote zu geben, weil die Eltern nichts mitgeben. Und Herr Scholz weiß nicht mal, was der Liter Diesel kostet. Ist ihm auch scheißegal. Er fährt ja nicht den fetten Benz und der tankt ja auch nicht. Das Interview habe ich gesehen. Da habe ich mich auch gefragt, wie kann ein Mensch seines Kalibers mit solch einer Verantwortung in der Politik sich in die Öffentlichkeit stellen und sagen, er weiß nicht, was es kostet, er wird gefahren. Merkst du doch einfach, wie arrogant, hey, wie ignorant die sind. Ja, das ist, da kriege ich Gänsehaut. Da denke ich mir, willst du mich verarschen, Alter? Ja. Das ist wie, also spuck mir doch gleich ins Gesicht. Genau. Weißt du, ich meine so? Warum ersparst du dir? Wir sind besser als ihr. Wir stehen über euch. Das ist doch euer Problem, nicht unser Problem. Und das kann nicht sein. Euer Problem sollte es sein, die Welt für die Menschen besser zu machen. Ich habe auch kein Problem, wenn ein Politiker viel Geld verdient. Wenn er es wert ist. Ja. Wenn er es wert ist, die sind doch das Geld nicht wert. Kann mir doch keiner erzählen. Ja, und alle verlieren, viele ihre verlierenden Existenzen, haben nichts mehr. Familien sind zerstört worden. Und die erhöhen sich um 3,5%. Diäten, sind die bekloppt? Und das ist so was man hätte machen müssen als Politiker, als die ganze Scheiße losging mit der Pandemie und wie es immer härter würde, hätte man als Politiker sagen müssen, wisst ihr was, wir verzichten mal auf 25% unserer Diäten und lassen die in den Fonds einfließen, der wieder zurückfließt an die Bürger. Das hätte man machen müssen. Ach nee, dafür bräuchte man einen Charakter. Tja. Aber da sind sie sich immer einig, egal welcher Partei. Diäten erhöhen geht immer. Da sind sie alle dabei, egal wer. Sind sie beste Freunde. Blah. Also, ja, mich hat man nochmal gefragt, Herr Stahl, was würden Sie machen, wenn Sie Karl Lauterbach wären? Zurücktreten und zwar sofort. Er hat doch eine tolle Karriere vor sich, als Komiker oder Talkmaster. Ach nee, ist ja jetzt vorbei, wir haben jetzt Krieg. Jetzt ist er ja nicht mehr so viel in den Medien, ja, stimmt ja. Ja. Jetzt gibt es wichtigere Themen. Sag mal, du als Experte im Kinderschutz, wir reden jetzt schon fast 2 Stunden und viele sind jetzt vielleicht im Bewusstsein und sagen, ach krass, wusste ich nicht, kann sein, gerade für unsere junge Zuschauer, Zuschauerinnen, whatever. Was kann man tun? Was kann man jetzt von heute auf morgen tun? Wie kann man aktiver werden? Jetzt kommt es immer auf die Zielgruppe an, welche jetzt du jetzt meinst. Unabhängig davon, nehmen wir mal an, man ist schon mitten im Leben. Ich rede jetzt nicht von dem 15-Jährigen, ja, oder 16-Jährigen. Ich rede jetzt von einem Mann, der sagt, okay, ich habe so, ne, so, also hab alles geregelt, ich würde jetzt gerne was tun. Also grundsätzlich fängt es ja damit an, dass jeder selber für sich entscheiden kann, wie weit er sich engagiert. Also erstmal ist es ja so, er muss ja nicht seinen Beruf dafür aufgeben. Aber alleine die Tatsache, dass er über die Themen spricht, in seiner Familie, mit seinen Freunden. Er könnte eine eigene Initiative eröffnen. Muss man ja heute nicht. Man muss ja nicht gleich ein Verein aufmachen. Man könnte eine Seite aufmachen bei Facebook oder Instagram und sagt uns, ja, sie sind das Elternbündnis oder das Kinderschutzbündnis, ja. Und könnte sich selber dafür stark machen. Wenn jemand etwas mehr Geld verdient, kann der ja auch mit diesem Geld ja auch andere unterstützen. Wenn er keine Vereine unterstützen will, kann er ja selber hingehen und bestimmte Sachen vielleicht möglich machen und spenden oder auch Sachspenden machen. Also jeder kann ja etwas dazu beitragen. Aber das beginnt mit dem ersten Schritt, sich bewusst zu sein und zu werden, dass wir Missstände haben und dass man was machen muss. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Entweder unterstützt er das oder tritt Vereinen bei oder unterstützt Vereine oder er macht selber einen Verein auf. Aber das Wichtigste ist, dass man nicht wegsieht und dass man nicht schweigt und dass man es nicht hinnimmt und nicht sagt, ja, können wir sowieso nichts ändern. Hätte ich gesagt, wir könnten es sowieso nicht ändern, dann wären die Gesetze nicht verändert worden im letzten Jahr. Als ich das gesagt habe, ja, weißt du, was sie am Anfang gesagt haben? Das haben sie mir nicht ins Gesicht gesagt. Ja, jetzt guck mal hier, jetzt kommt dieser Hartz-IV-TV-Assi-Darsteller, der macht sich jetzt hier wichtig, er will was im Kinderschutz verändern. Was für ein Spinner. Da haben sie alle gelacht. Also, außer die mir das auch zugetraut haben. Ja, und wie es dann immer mehr wurde, dann hat man nicht mehr gelacht, dann hat man nämlich angefangen zu bekämpfen.
So, und jetzt hat dieser ASI-TV-Darsteller im letzten Jahr Gesetze zum Schutz der Kinder in unserer Gesellschaft für 82,6 Millionen Menschen mit in den Bundestag getragen, die dann verabschiedet wurden. Lacht er jetzt immer noch? Und wer ist jetzt hier der Assi? Ich oder die, die lachen? Also, jeder entscheidet das für sich. Ob im Großen, ob im Kleinen. Wenn dieses Interview direkt oder indirekt zu Kapi kommt, kann Kapi doch entscheiden, was er macht. Er kann es ignorieren, kann sagen, Herr Rasenstahl, der Spinner. Oder er kann selber was machen. Der kann sich doch hinsetzen und einen Song schreiben, der ist doch talentiert. Er kann auch eine Pizza rausbringen und sagen, 10 Cent jeder verkauften Pizza von mir geht in den Kinderschutz. Kann er auch machen. Oder er macht einfach weiter und tut, als wenn es nichts ist. Es geht nicht nur für ihn, es geht wirklich für alle. Ja. Oder er könnte dieses Interview teilen, ja? Er könnte. Er könnte sagen, ey Jungs, pass mal auf, nächstes Mal lädt er mich ein zu so einem Shit. Ich sag, geil, komm, voll. Dann machen wir. Habe ich mit Mois auch gemacht. War Mois da, Manuelsen da, ich da, aber ich quatsch. Ja. Ihr könnt doch gerne einen runden Tisch machen, wir laden noch ein paar andere ein und alle reden wir darüber. Reden wir über Verantwortung. Reden wir über Verantwortung in der Gesellschaft. Und was jeder dazu beitragen kann. So, ich bin offen dafür, könnt mich anrufen. Oder wenn er dazu... Ihr könnt auch mit euer Management, wenn ich erstmal mit euer Management sprechen muss, ja, weil dann spreche ich auch mit euer Management. Hast du ein Management? Ne? Hast du eins? Ja. Ja. Du, machen wir was. Mach ich gleich, danke. Ja. Ist da was? Ich wische mir auch alleine den Arsch ab. Da muss ich keinen fragen, das mach ich einfach. Ich frag nicht niemanden, was ich zu tun und zu lassen habe. Denn mein Management ist mein Herz. Und das managt alles an mir. Und das Management ist tot, wenn ich tot bin. Mir sagt keiner, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich mache das, was das Richtige ist. Mag auch mal Fehler machen, sicherlich. Aber ich handle aus meiner Überzeugung heraus. Und das ist nicht, was lohnt sich für mich am besten? Wo kassiere ich die meiste Kohle? Oder wo kann ich am wenigsten anecken? Das ist für mich erstmal scheißegal. Ich schaue schon darauf, dass die Menschen, mit denen ich darüber rede, sich dafür auch einsetzen und vielleicht auch ihre Reichweite dafür zur Verfügung stellen, dass wir viele Menschen erreichen. Weil das ist wichtig. Und dafür danke ich dir, dass du deinem Straßensound-TV-Kanal hier zum Schutz der Kinder einsetzt. So wie dich jeden Tag auf den Straßen Berlins für die Kinder einsetzt. Und das verbindet uns. Und vielleicht regt das da draußen einige an, auch etwas zu tun. Egal welcher Position in dieser Gesellschaft. Amen. Ein großes Amen drauf. Ja, Carsten, Mann, ich bin Fan. Ich finde es gut, was du machst. Und ich sage das jetzt nicht so, ich bin Fan, so, sondern ich finde es wirklich gut, was du machst. Ich finde ehrenvoll für das, was du stehst. Die Lautstärke dem angepasst auch gut, obwohl mir mein Ohr gleich abfällt. So, aber das gehört dazu. Aber Riesenrespekt. Ja, mehr als das bleibt mir jetzt nicht zu sagen. Aber grundsätzlich kann ich die Botschaft nur weitertreten. Freunde, kümmert euch um die Dinge, die euch vielleicht nicht direkt angehen, sondern auch einfach über den Tellerrand gucken, ob das Krieg ist, Kinderschutz ist oder whatever. Und ihr habt es gehört, ne? Man kann morgen starten, heute starten, sofort starten, Bewusstsein schaffen und da stark rausgehen. Bevor ich mich verabschieden will und danke sagen will, dass du hier warst, zwei Sachen noch. Erstens das Buch, dazu kommen wir gleich. Eine Sache wollte ich mir nicht nehmen lassen. Du bist bekannt vor dem Kinderschutz als Schauspieler in diesem Land. Als Darsteller in einer TV-Sendung. Genau, nennt man das so? Darsteller? Ja, also man sagt es denn Darsteller, Schauspieler ist wieder so, ja, aber wir haben ja das und das studiert oder das ist immer, okay. Nennen ist es, auch alles immer so eine Sache, ja. Nennen wir es Darsteller. Misst du die Zeit? Ob ich die Zeit vermisse? Ja. Nee. Nee? Nein. Es ist alles, ich habe ja ein Buch geschrieben und da gab es auch ein Kapitel, der schöne Schein vom Sein. Oder der schöne Schein vom Promi-Sein. Das ist im Endeffekt, du bist in so einer Mechanerie drin und genauso wie ich es ja eben schon auch bei vielen Rappern beschrieben habe, man versucht dir vorzuschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Man versucht dich in ein Korsett zu klemmen. Das funktioniert bei mir nicht. Wisst ihr, ich habe 286 Sendungen gemacht und da hat man mir immer ein Drehbuch vorgelegt. Zu jeder Sendung. Wisst ihr, wie viele Drehbücher ich gelesen habe?
Keins. Ich sage, ich muss nicht lesen, was ich aus der Realität kenne. Ich sage, wenn ich, und dann habe ich mir manchmal so welche, was ist das denn? Was ist denn das? Ist das Fantasy oder was? Das ist doch nicht die Straße. Wollt ihr mir was über die Straße erzählen? Wisst ihr was? Ich mach's einfach und ihr haltet die Kamera drauf. Und das habe ich gemacht. Und was daraus geworden ist, ist ja bekannt, denn die Sendungen wurden ja im Durchschnitt 50 Mal wiederholt. Ja, das ist aber das, wo ich den meisten heute sage, wer ins Fernsehgeschäft einstellt, bitte vergesst nicht, wir sind alle nur Prostituierte dieser Medienbranche. Egal wie viel ihr verdient, die verdienen immer mehr und wollen euch sagen, wo es lang geht. Und wenn ihr Verträge unterschreibt, achtet aufs Kleingedruckte. Denn mir war ja damals nicht klar, dass diese Sendung 50 Mal wiederholt werden. Ich habe gedacht, die werden 2-3 Mal ausgestrahlt, aber das war's. Aber die waren so erfolgreich, dass man die 50 Mal über Jahre hinweg, ich bin 9 Jahre im Kinderschutz und die laufen heute noch teilweise auf dem YouTube-Kanal, die extra YouTube-Kanal, dann bei ihren eigenen TV-Kanälen, die sie da noch haben, online und immer wieder auch zur Wiederholung. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich nur für jede Wiederholung 5 Euro bekommen hätte, wäre das wahrscheinlich schon über 500.000. Nur 5 Euro. Also, aber das sind halt Dinge, wie gesagt, wer berühmt sein möchte, das ist doch keine Kunst, ins Fernsehen zu kommen, ja? Was daraus zu machen? Ich hätte auch Dschungelcamp und all diesen Mist machen können, um Gottes Willen. Du würdest heute nicht mit mir sitzen, wenn ich Dschungelcamp gemacht hätte, weil ich hätte ja meine eigene Würde mit Füßen getreten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nee. Aber ich bin raus, weil mir wichtig war, dieses Thema. Ich wollte da was bewegen. Mir war aber auch klar, wenn du dich abwendest, dann wird sich das Fernsehen auch nicht so, ja, dann gab es mal wieder Momente, wo ich im Fernsehen war und mal wieder, nicht. Das ist halt einfach so. Weil das ja nicht so ein bequemes Thema ist, wie irgendeine TV-Sendung, ja. Aber ich vermisse das nicht. Und glaub mir, der Neid und die Missgunst von den anderen Darstellern am Set, sowas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Wie in Kindergarten. Der wollte jeder was Besseres sein. Die haben alle hinter deinen Rücken gequatscht. Verstehst du? Yeah. Ja, das ist unfassbar. Also das heute reflektierend, rückwirkend zu sehen. Also ich bin froh, dass der Scheiß vorbei ist. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du das nochmal machen? Die gleiche Scheiße dann nochmal? Bin ich bekloppt? Warum sollte ich das tun? Damit würde ich ja alles mit Füßen treten, was ich heute gemacht hätte. Das war damals so. Ihr könnt auch sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Ja? Andere haben Pornos gedreht. Nee, aber es war, und das muss ich wiederum auch zugeben, natürlich auch der erste Step, um das heute machen zu können. Weil es hat mir eine Grundpopularität ergeben, auf die ich aufbauen konnte. Und zwar nicht mit Dschungelcamp oder Big Brother, sondern auf die ich dann dieses Thema legen konnte. Das meinte ich dann wiederum auch mit der Verantwortung seiner Reichweite, die man vielleicht durch irgendwas gewonnen hat, aufzubauen. Aber nur mal dazu. Ich habe ja damals Kanäle gehabt bei Facebook. Instagram hatte ich gar nicht. TikTok hatte ich auch nicht. Und ich hatte auch nicht den Kanal, den ich heute als Hauptkanal habe. Das habe ich mir alles danach aufgebaut. Von null auf diese Hunderttausenden von Follower, die ich jetzt überall da habe. Und das nicht mit Tritratralala, sondern nur mit diesem Schmerz, Leid und diesen Missständen. Und dafür danke ich der Community, den vielen Millionen von Menschen, die mich dabei auch unterstützen, die dahinter stehen. Weil ohne euch könnte ich das auch so nicht machen. Und das ist ein Bündnis. Ein Bündnis zum Schutz der Kinder. Bündnis Kinderschutz und Stoppmobbing in Deutschland und in Österreich. Denn da habe ich es auch gegründet. Und da bin ich am 24. April, in 2 Monaten, und mache eine große Fight Night. Da sind die größten Boxer und Kampfsportler Österreich, die alle gemeinsam in den Ring steigen. Nicht miteinander alle, aber verschiedene Kämpfer. Und alle kämpfen für den Kinderschutz. Wir kämpfen für Kinder. Wird im Fernsehen wahrscheinlich übertragen. Es sind viele Prominente und viel aus der High Society da. Zum Schutz der Kinder. Vielleicht kriegen wir sowas auch mal in Deutschland hin. Oder mal ein Kinderschutzkonzert. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Manchmal brauchen die Menschen nur länger zum Aufwachen. Klingt sehr schön. Respekt. Und ich bin dabei. Also, danke dir. Wenn du Unterstützung brauchst, bitte. So, kommen wir zu dem guten Schluss. Du siehst mein schwarzes Buch, das ist mein Gästebuch. Ja? Die Gäste, die in meine Show kommen, schreiben was rein. Was sie reinschreiben, trage ich meinem nächsten Gast vor. Das heißt, die Leute, die reinschreiben, wissen nicht, wer beim nächsten Mal da sitzt und
was ihnen vorgetragen wird. Und mein letzter Gast war, lass mich nicht lügen, warte mal kurz. Nee, auch nicht. Da. Der Sick, der gute Sick. Kennst du Sick von Schorestein Papier? Ist ein ehemaliger Konsument von auch sehr harten Drogen, auch ein Mensch, der oft kriminell war, auch im Knast war, der heute auf Bühnen geht und von seiner Suchtkarriere erzählt und versucht auch Menschen... auch Prävention und Aufklärung absolut gegen Drogen macht. Hat, gut. Hat auch einen Verein gegründet und ist da voll drin und so. Kann ich dir empfehlen, schaust du mal rein. Und der fragt Carsten, weißt du, wer du bist? Wenn ich in die Augen meiner Kinder sehe und in die Augen jedes Kindes, wenn ich mit ihnen über dieses Thema gesprochen habe, dann weiß ich, wer ich bin und ich weiß, was ich, warum und wofür ich jeden Tag kämpfe. Es sind unsere Taten, die zeigen, wer wir sind. Und was wir bewegen. Und genau so lassen wir das stehen. Du darfst auch gleich in meinem Buch schreiben. Mhm. Carsten Stahl, danke dafür, dass du hier warst. Geil, dass die nennen dich Leute so Carsten Stahl oder bist du Carsten gewohnt? Irgendwie finde ich, das passt so gut zusammen. Das ist Unterschied, es kommt immer darauf an. Manche kommen halt hin und manche sagen auch noch Herr Stahl und so, aber meistens sagen Carsten, also wenn sie so schreien, kann man das oder sagen, das ist Carsten Stahl oder halt Abi oder Carsten, Abi, ist alles. Ja, wunderbar. Dann höre ich immer wieder. Carsten Abi, in diesem Sinne, danke, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Ich glaube, wir haben über 2 Stunden miteinander gesprochen. Ich habe viel gelernt, ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Danke, ja. Und ja, meine lieben Freunde, das ist TV Straßensound, das ist Record, mein Podcast. Mein Name ist Burak, das ist Carsten Stahl. Wir sind raus. Peace.